Sag einmal, für wem schlagst du da die Karten? Ja, für dich. Für mich? Ja. Das ist gut. Also, was steht drin? Reg los. Du, eine Überraschung steht ins Haus. Okay. Ja, über den grünen Weg. Ja, was? Durch eine weibliche Person. Oho. Ja, Thomas, du wirst doch nicht heiraten wieder im Sinn haben. Hm? Nein, noch lange nicht. Du, ich war 25 Jahre ledig. Dann war ich 20 Jahre verheiratet, ich geb's zu, sehr gut. Und jetzt bin ich 10 Jahre Witwe. Und diesen Witwerstand möchte ich noch 10 Jahre lang genießen. Verstehst? So, und dann? Na, dann kann ich mir immer noch eine zweite Ehe überlegen. Hm, Mensch, Thomas, dann bist du ja 65. Ja, und? Ah, das kenne ich. Da möchten die alten Deppen wieder ganz was Jungs. Was hast du mit den alten Deppen mich gemeint? Noch nicht. Ah, mein Lieber, so um die 30 rum dürfte meine zweite dann schon sein. Ja, ja. Ah, und du 65? Ja, freilich. Geh, denk doch ein bisschen weiter. Was? Schau, wenn die 50 wird, dann bist ja du schon 85. Ja, und dann kann man immer noch eine Jüngere nehmen, nicht? So zu trauen wärst du schon. Da ist doch einer dümmer wie der andere. Ich nicht, Eris. Ich nicht. Wenn einer so lange verheiratet war wie ich, dann beißt er nicht so schnell wieder in den weiblichen Köder an der Angel. Du, dann müsstest du schon ein saudummer Karpfen sein, gell? Ah, oh, das bist du nicht, nein. Nein, ich bin ich nicht. Du hast das immer schon faustig hinter die Ohren gehabt. Ja, das ist ja so ein blödes Sprichwort. Wo soll denn eine Faust hinter die Ohren kommen? Lies lieber aus die Karten, das ist unterhaltsamer. Thomas, da schaut schlecht aus. Was? Da liegen ja lauter Verdrusskarten. Ärger über Ärger. Du weißt was, nächste Mal lass deine Spielkarten daheim und lässt mir die Speiskarten vom Postwirt vor. Da hab ich mehr erfreut. So, da schau her, im zweiten Haus liegt auch nur Ärger. Du, und zwar mit einer Amtsperson. Amtsperson? Das sind die in Brüssel. Ja, die wollen der Landwirtschaft oder die Subventionen kürzen, ist ja logisch. Was wir einen bayerischen Agrarminister haben, möchte ich wissen. Mhm. Na ja, aus Bayern, da waren halt immer nur die Finanzminister einsame Spitze, nicht? Denkst jetzt du da an Strauß? Auch, auch, aber hauptsächlich an Schäfer. Ah, das ist schon lang her. Mei, da war ja ich noch ganz jung. Ja, ich auch, Teres, ich auch. Aber Geld haben wir damals noch gehabt, einen sogenannten Juliusturm. Na ja, aber jetzt hör doch mit der Politisiererei auf. Schau, das hat doch mit unseren Karten überhaupt nichts zu tun. Weißt du, das ist doch alles persönlich. Persönlich, sagst du? Ja, was soll mir da eine Amtsperson? Denk, pass auf. Ja, freilich. Ja. Die ist weiblichen Geschlechts. Eine weibliche Amtsperson? Ja. Du, da kenne ich weit und breit keine. Also, du meinst unser Pfarrerskirchen? Ja, das ist doch keine Amtsperson. Sie glaubt's aber schon. Ah. Oh, Thomas, da schau her. Was ist jetzt? Der Gras unterliegt direkt daneben. Ja, und? Oh, das bedeutet Ärger. Und zwar mit einer nahen Verwandten. Mit einer nahen Verwandten? Ja. Das kann sich nur um meine Schwester Rosa handeln. Natürlich, Fräulein Lehrerin. Mit der kriege ich mich alle Tage in die Haare, gell? Ja. Sie hat halt ein bisschen mehr erwischt von der Bildung wie du. Soll das vielleicht heißen, dass ich ein gescheiter Rami bin? Das hast jetzt du gesagt, nicht ich. Ja, mei, schau, die Rosa, die hat halt das Heimatrecht auf dem Hof, auf Lebzeiten. So ist es ausgemacht, nicht? Und als Lehrerin hat sie ja sowieso das halbe Jahr Ferien und da fahrt sie halt aufs Land und sie geht ihren lieben Bruder Thomas. Die Hähne, die studiert die. Du, das haben Rosenheimer Schüler in ihrer Schülerzeitung vor einmal nachgerechnet, wie viel Ferien ein Lehrer im Jahr hat, wenn man die ganzen Ferien zusammenzahlt, die Wochenenden und die Feiertage und so weiter. Wie viel haben sie dann rausgebracht? Mehr wie 365 Tage im Jahr. Was sag ich da? Ich hab den falschen Beruf. Du lässt dir auch alles gefallen von dir. Du, da ist dein Schorsch voll ganz anders. Der gibt dir richtig raus. Ja, mein Schorsch, der ist halt noch nicht so abgenützt von der Weiblichkeit, nicht? Mein Thomas, was da ist jetzt? Schau her. Herz Dami und Herz Burling ganz eng beieinander. Thomas, da steht die Liebe ins Haus. Mit dem Schorsch? Meinst du, er hat eine? Ah, nicht Schorsch. Sind doch deine Karten und nicht deinem Sohn die seinigen. Ja, mir wäre aber lieber Erbrecht, eine Bäuerin auf dem Hof. Aber da rührt sich scheint's gar nichts, gell? Was fragst du denn da mich? Fragen doch selber. Mei, du, wenn man heute einen jungen Menschen was fragt, was persönlich ist, das ihm nicht passt, dann wirft er da gleich eine Verletzung vom Datenschutz vor. So weit haben wir's schon nicht. Aber sei ehrlich, weißt du wirklich nichts vom Schorsch, seine Streifzüge in die Gebiete der holden Weiblichkeit, ha? In der letzten Zeit ist er ziemlich oft nach Rosenheim reingefahren. Ah, das hat nichts zu bedeuten. Weißt du, schau, dass ich gerade um einen preisgünstigen Gebrauchtwagen um. Mit seiner alten Chaise kommt er ja nicht mehr durch den TÜV. Vielleicht kommt er bald mit einer neuen Chaise daher. Was? Da, wo er gleich selber einen TÜV machen kann.
Du, pass auf, die Rosa, Herri, da, ja. Mach die Karten geschwind zusammen. Ich brauch das nicht sehen, sonst zwickst du mich wieder auf. Die klappt ja gar nichts. Die Karten brauchen wir nicht verstecken. Die Hexenherrschaften lassen sich Karten schlagen. Sogar gekrönte Häupter. Ich bin aber kein gekröntes Haupt. Ha, grüß euch. Ja. Grüß dich, Gott, Schwesterherz. Bist du wieder zurück vom Baum? Ja, Gott sei Dank. Mei, du, da drunter am See geht's heute wieder zu. Na, die wie die Heringlings beieinander. Erholung ist ja das wirklich keine mehr. He? Ja, mei, Samstag und ein schönes Wetter. Da gibt's bei uns immer einen Fleischmarkt. Ja, aber ohne mich. Ja, du, sag einmal, Rosa, warum gehst du eigentlich nicht zum FKK-Strand? Zu den Nackten. Du Freile, du hättest mehr Platz. Das ist aber sehr witzig. Ich mein das nur gut, Schwesterherz. Eine alte Jungfer soll auch einmal was Gescheites sehen. Ja, ja. Mir langst schon du als Anzogener. Ja, was treibt's denn ihr da? Was denn? Werden da schon wieder die Karten geschlagen, hä? Nichts da Karten schlagen. Wie kommt man denn vor? Ding haben wir, der 66 haben wir gespielt, gell, Teres? Ja, schämst du gar nicht, hä? Stehst du unter Kuratel? Jawohl, die Karten habe ich deinem Bruder geschlagen, wenn du nichts dagegen hast. Oh, mein Thomas. An dir ist auch Hopfen und Malz verloren. Nein, da täuscht du dich. Ganz im Gegenteil. Da halte ich mich streng danach. Hopfen und Malz, guter Hals. Das bayerische Reinheitsgebot. Wenn die anderen bloß auch anerkennen ja, jetzt du nicht ablenken, Thomas. Gegen das Reinheitsgebot, da habe ich gar nichts. Mhm. Aber dass du dein bisschen Freizeit nicht besser nützt. Einmal was für deine Bildung tust. Du vielleicht einmal ein gescheites Buch liest. Hä? Ich lese den Rosenheimer Anzeiger, der langt mir. Nein, wirklich. Es ist schon traurig, dass du dich mit so einem abergläubischen Schnickschnack zum Narren halten lässt. Ja, sag einmal, Rosa, glaubst denn du an gar nichts? Oh doch, aber ans Kartenlegen nicht. Ah, da hat's aber schon höhere Herrschaften gegeben wie dich, die an sowas glauben. Sogar ja. Gekrönte Häupter. Ah, drum ist wahrscheinlich so schlecht bestellt um die Monarchie. Mein Gott, sie weiß immer was drauf. Die weiß einfach immer was drauf. Du, ich werde einmal was sagen. Der König Ludwig, wenn sich der rechtzeitig die Karten hätte schlagen lassen, der könnte vielleicht heute noch leben. Geh weiter. So was saudumms. Du, ich kann so dumm sein, wie ich mag, Rosa, gell? Nein, Thomas. Du kannst nur so dumm sein, wie du bist. Ja. Aber du hast ja schon wirklich keinen Verstand. Rosa, ich hab dich, das reicht mir. Ach so, bin ich da vielleicht im Weg? Du, ich kann sofort abfahren und meine Ferien woanders verbringen. Na, bitte. Bitte bleib da. Wenn ich niemand mehr zum Streiten hab, dann freut mich das Leben nicht mehr. Ja. Für so ein Vergnügen bin ich mir aber zu schad. Ich mir auch. Ich geh lieber, da könnt ihr euch in aller Ruhe die Leviten lesen. Ohne Zeugen. Wünsche viel Vergnügen. Danke schön. Halt auf meine Karten, die nehme ich lieber mit, sonst treißt mir's noch in ihrer Wut. Warum sollte ich? Blöd sind ja bloß die Menschen, nicht die Karten, weil die können ja nichts dafür. Du auch nicht. Mein Gott, Rosa, jetzt haben wir uns gerade so zünftig unterhalten. Jetzt kommst du daher und schon ist wieder ein kleiner Krach im Gang. Ja, und? Hat's da wenigstens was Gutes geweissagt? Ha? Über den grünen Weg? Rosa, das ist für mich ein bisschen Unterhaltung, mehr nicht. Ja, ja, ich weiß es. Ja, Thomas, dass ich immer zu viel verlange von ja, dir. Ja. Oder nicht das Richtige. Aber ich mein's doch nur gut mit dir. Ja? Ja. Schau, Thomas. Ich tät zum Beispiel überhaupt nicht meckern, wenn du mal beim Wirt sitzt und ein paar Stunden Karten spielst. Hä? Aber der Hokuspokus mit der Therese am Kartenschlagen, das führt doch zu nichts. Thomas, das bringt dir doch nun wirklich nichts ein. Ja, wieso denn? Ich zahl doch nichts dafür. Okay, also du weißt doch ganz genau, wie ich das meine. Und der Schorsch weiß es auch. Was denn? Ja, die Therese, die möchte sie bloß in dich einschleichen. Ja, ja, du bist Witwe und sie ist ledig. Okay, komm, komm, ich bin 56, sie ist 57, hallo. Ja, und? Du warst gut. Das ist doch kein Grund. Und im Übrigen ist die Therese an viele von unseren Streitereien schuld. Ja, die schürt doch noch immer jedes kleine Feuerl, bis er Matzbrand wird. Ja, das ist mein Schicksal, Rosa, sie ist eine alte Ratschen und du bist der Giftnudel. Na, also. Ja, was ist doch besser für mich, hä? Ja, ich weiß das selber, dass ich oft der rechte Kratzbürsten bin. Ja, das bist du aber, gell? Aber gar so lustig oder besonders glücklich war ja mein Leben auch nicht, oder? Ja, ja. Naja, und ich will mich auch bessern. Hä? Ja. Ja? So, Thomas, und jetzt reden wir zweimal so, wie es das du magst. Also, jetzt erzähl mal, was ist denn drin gestanden in die Karten? Tja, dass mir ein großer Ärger ins Haus steht durch eine amtliche Person. Du, bis jetzt magst du Spaß sein. Aber wenn du wirklich dran glaubst, dann ist es schlecht für dich. Du, den Spruch hat die Teres nicht erfunden, der ist schon uralt. Rosa, die Karten lügen nicht. Ach, jawohl, sehr richtig. Ah, da, schau her. Da horcht ja eine. Ich horch nicht. Ich such nur mein Strickzeug. Sagst du das im Schlüsselloch?
Therese, da gibt's ein Sprichwort. Das ist genauso alt wie die Karten lügen nicht. Passt aber besser zu dir. Da lausch an der Wand. Ja, 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 das kenne ich schon. Ich suche aber wirklich mein Strickzeug. Ja. Komisch, wird mir doch nicht die Katz verzungen haben. Oder vielleicht der Pumuckl. Therese, was du da machst, das nennt man in der Politik einen Lauschangriff. Du, ich hab meiner Lebtag noch keine Leute ausgehorcht. Aber wenn deine Schwester meint, dass ich mich da einschleichen will und dass ich ja jedes Feuer zu einem Mord brandschere, dann bleibe ich halt künftig daheim in mein Häusl. Dann soll sie dir den Haushalt führen, nicht? Na, Therese, das kannst du doch nicht machen. Wir brauchen dich doch notwendig. Zu was denn? Bin doch eine ratschneine Alte. Rosa, du siehst jetzt, was du wieder angestellt hast mit deiner blöden Rederei. Jetzt können wir zum Schluss selber kochen, putzen und waschen. Ja, und? Das tue ich für meine Person schon lang selber. Du sagst jetzt sofort zu der Therese, dass das nicht im Ernst gemeint hat. Das war bloß ein Spaß von dir. Das sagst du. Nein, ich denke überhaupt nicht dran. Was? Ich habe ja hier nichts mehr zu sagen. In meinem Elternhaus. Okay. Ärger über Ärger. Ja, ja, die Karten lügen nicht. Du, ist nicht eine Lehrerin auch eine weibliche Amtsperson? Hä? Für mich nicht. Ich gehe nicht in derer Klasse. Rosa, ich bin kein Schulbub, gell? Ja. Aber benehmen tust dich schon wie ein Erstklässler. Ein bisschen eine Erziehung könnte dir überhaupt nichts schaden. Aber du brauchst keine Lehrerin, du bräuchtest deine Kindergärtnerin. Du, jetzt magst du aber aufhören, gell? Vierte Gott, Thomas. Ja, vierte Gott, Therese, du. Geh her, Mund, du kommst natürlich wieder, ist doch ganz klar, nicht? Aber nur, wenn sich deine Schwester vorher bei mir entschuldigt, gell? Na ja, das mache ich schon wieder nicht. Der Herr im Haus bin schließlich immer noch ich. Okay, seit wann? Was soll denn das wieder heißen? Das könntest du nämlich frühestens ab morgen sein. Ah. Du, da ist ein Auto gekommen. Ob das der Schorsch ist? Nein, der kann noch nicht zurück sein von Rosenheim. Du, vielleicht hat er was Passendes gefunden. Ja. Freilich, er hat's ja schon dabei. Was, ein neues Auto? Du, ein ganz neues Modell. Okay. Aber von einem Typ, den es schon ewig gibt. Aber auf vier Radeln läuft's fein nicht. Na, vier Radeln läuft die ehrlich nicht. Der hat ein Weib dabei. Ja, hast du gemeint, der bringt dir ein Kaiwi mit. Grüß euch, Oberamt. Grüß Gott. Ah, so viel. Vater, da bringe ich mich mit. Das Freund Lydia Baumann, eine gute Bekannte von mir. Eine gute Bekannte? Ah, das schau her, so ist es recht. Ja, grüß Gott. Der Schorsch hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Hoffentlich was Gescheites. Ja, nur das andere habe ich weggelassen. Der ganze Charakterfigur, die lernst du früh genug kennen. Charakterfigur, sagt er, das soll der Spaß sein, wissen Sie. Den Humor hat er von mir. Und das ist unsere Nachbarin, die Therese. Die hilft uns im Haushalt, seit die Mutter nicht mehr lebt. Ich habe schon viel Nettes über sie gehört. So, das hört man gern. Aber selten. Ja, jetzt wären wir alle beieinander. Bis auf die Tante Rosa. Ist sie im Haus? Nein. Rosa! Rosa! Ja, was gibt's denn? Dein Typ wird verlangt. Aha, und? Tante Rosa. Ah, ein Besuch ist da. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Wie ich es gesagt hab, die Überraschung über den grünen Weg. Ja, der Großunter hat aber anders ausgeschaut. So, Lydia, das wär's die ganze Hackelmannschaft. Das ist die Schwester vom Vater, der wissenschaftliche Stolz von der ganzen Familie. Rosa Hackel, entschuldigen Sie, dass ich einfach da so hereinplatz. Aber der Schorsch hat gemeint, Sie darfen mich schon nicht beißen. Nein, ich bin nicht der Hofhund. So? Ja, weil es halt ein bisschen Schiss gehabt hat vor euch. Ja, du sag einmal, warum hast du uns eigentlich nie was erzählt von ihr? Ach, weißt du, so ein Thema muss man im richtigen Moment auf die Tagesordnung setzen. Ja, das ist wie in der Politik. Aha. Ja, Thomas, und? Möchtest du deinem Gast nicht wenigstens einen Platz anbieten? Hä? Ach so, ja, freilich, hat es euch zu mir. Na, also, kennt ihr euch? Ihr euch? Kennen Sie sich schon lange? Ja, freilich, schon 14 Tage. Was? In einem Stück, ohne Unterbrechung. Mei, das ist ja ungeheuer lang. Unheimlich. Aber setzen wir uns, hä? Ja. Du, nein, Tante, ich möchte der Lydia zuerst gerne unseren Hof zeigen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Na? Stammen Sie auch aus einem Hof, Mädel? Nein. Ihre Eltern sind aus Schlesien. Oh. Ja, aber aufgewachsen ist Lydia in Regensburg. So. Das ist Bayern, gell? Aha. Meine Eltern sind geschieden. Geschieden? Aha, da leben Sie jetzt sicher bei Ihrer Mutter. Nein, ich wohne allein, in Rosenheim. Ich arbeite dort in der Gastwirtschaft. Als Kellnerin? Ja, als Kellnerin. Ja, die schmeißt dort den ganzen Laden und verdient dort auch ganz gut dabei. Georg, seit wann verkehrst du in Rosenheimer Wirtshaus? Ja, seitdem ich die hiesigen kenne. Wir haben uns aber nicht in der Wirtschaft kennengelernt, falls Sie das meinen. In der Diskothek? Nein. Nein, sag's nur. Durch Zeitung haben wir uns kennengelernt. Ach nein, ich habe ja einen medienbewussten Neffen. Was für einen Neffen hast du? Ich hab nämlich ein Inserat aufgegeben im Rosenheimer Anzeiger. Ein Inserat? Ein Heiratsinserat, jawohl. Aha.
Ja, jetzt wird's hinterher wie vorhin. Ja, und warum sagst du mir nichts davon? Na, ich wollte ja nicht die heiraten. Ja, lass mich nicht so dumm. Du wolltest deinem Vater bloß eine freudige Überraschung machen, gell? Das ist dir prima gelungen. Genau. Jetzt komm, Lydia. Jetzt zeige ich dir zuerst einmal unseren Stall. Du, wir haben die modernste Viehhaltung weit und breit. Jedes neugeborene Kalbe kriegt sofort von der Therese die Karten geschlagen. Das ist gar nicht so lächerlich. Das Glück im Stall kann man ganz gut aus den Karten voraussagen, gell? Aber wenn man es glauben sollte, muss man natürlich ein Rüpfig sein. Sieg das, Thomas, jetzt beleidigt's mich schon wieder. Nein, nein, die beleidigt dich, dich. Die meint's nichts dazu, die redet bloß so geschraubt daher, verstehst du? So, dann geh ich halt jetzt zum Leiter ausrichten. Okay. Wie es Fräulein Lehrerin meint. Und ob ich am Montag wieder komme, das weiß ich durchaus noch gar nicht. Gell? Wo wollt ihr es? Am Montag kommt wieder, machen wir ja keine Witze. Du, der hat fürs Krauthaferl sauber ausgesucht. Wie man in den Wald ruft, so halt's zurück. Ja, du rufst aber auch schon arg kernig nein wollt. Also sag mal lieber, was ich von der Lydia da halten soll. So, die Geschichte gefällt mir gar nicht. Bringt mir da der Bub eine Kellnerin ins Haus und nicht einmal eine hiesige. Nein, das sind auch keine anderen Menschen als mir. Außerdem ist er in Bayern geboren. Na ja, schon, aber Rosa, eine Zeitungsbraut aus einer Wirtschaft. Tja, ob die natürlich als Bayerin auf den Hof herpasst, wenn der Schorsch übernimmt? Moment, ich gehe noch nicht in Austrag. Auf jeden Fall wirst du mich dann gleich auszahlen müssen, wenn der Schorsch heiratet. Warum muss ich dich dann auf jeden Fall gleich auszahlen? Ja, mei, weil ich vielleicht nicht zusammenpasst mit der Lydia. Du hast mir's ja heute schon mal unter die Nase gerieben, dass ich eine alte Jungfer bin. Ja, und alte Jungfern sind oft schrullig. Ja, das habe ich auch nicht so gemeint, aber eigentlich schaut die Lydia ganz verträglich aus, nicht? Handsam, meinst du nicht auch? Ja, einen anderen Lebensstil wie du hat schon. Danke. Allein der Duft, den sie verbreitet, ist ein bisschen ein starkes Parfüm, hä? Mein Glückchen, gell? Okay, Thomas, das gibt's doch schon lange nicht mehr. Schade. Tja, aber die Eltern geschieden. Oh. Sie lebt allein in Rosenheim. Nein. Und als Kellnerin, da lasst ihr sie bestimmt von den Gästen hofieren. Ha? Wenn nicht mehr. Ich meine, sowas kennt man ja. Da stinkt nicht der Geld, dass dich niemand hofiert. Retourkutschen fahren, bloß am Freitag. Schade, heute ist Samstag. Aber Rosa, du holst das Mädel doch nicht gleich für einen Flitscher. Na, ich nicht. Aber was glaubst du, was da jetzt im ganzen Dorf drüber geschnattert wird? Wieso im ganzen Dorf? Ja, glaubst du, die Theris ist nicht schon dabei und ratscht da das Haar klein rum, die Quadratratschen? Jesus, die Theris, auf die hab ich jetzt ganz vergessen. Rosa, leih mir schnell dein Radl. Die Theris verkauft heute am Strand unten ihr Steckerleis. Vielleicht erwisch ich's noch. Ja, du machst aber ein bisschen diplomatisch. Der verbiet ich's reden, Pasta! Nein, im Gegenteil, Thomas. Du musst dir sagen, sie soll ja alles rumerzählen. Weißt, dann wird's nämlich misstrauisch und bleibt still. Tja, das ist Psychologie. Du, hör mal auf mit deinen Psychodings und mit deinen lateinischen Sprüchen. Psychologie ist nicht lateinisch, sondern griechisch. Was, griechisch kannst du auch? Weißt du nichts Bayerisches? Na ja, auf Bayerisch. Du musst dir genau das sagen, was du nicht willst. Dann macht nämlich so eine alte Ratschen erfahrungsgemäß das Gegenteil. Also gut, dann probier es. Ja, bitte. Seid ihr wieder. Na, hast du jetzt dem Fräulein Lydia alles gezeigt? Ja, ein Stall halt. Du, der Stier hat's gleich mein, gar nicht mehr grantig reingeschaut, oder? Ja, die meinst Bruder. Aber jetzt beenden wir endlich den Stehempfang. Ha? Fräulein Lydia, bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Sag mir, Tante Rosa, wo ist denn eigentlich der Vater? Du, der ist geschwind mit dem Radl weg. Schasch, du kannst uns eigentlich was zum Trinken holen, ha? Eili, was magst du denn, Lydia? Du, einen hauseigenen Johannisbeerwein hätte ich. Du, das wäre ein Damentrunk, hä? Nein, danke. Lieber Mineralwasser. Ja, das ist sehr vernünftig. Und mir auch, bitte. Mineralwasser? Ja? Boah, ich weiß gar nicht, ob mir sowas ausgefallen im Haus haben. Aber schauen wir halt einmal noch. Ja. Tja, Frau Lydia, das ist jetzt eigentlich schnell gegangen mit euch zwei. Hä? So was eine Zeitung nicht alles gut ist. Ja, eigentlich wollte ich ja gar nicht schreiben. Auf das Inserat? Na ja, und warum haben Sie es dann trotzdem gemacht? Nein, vielleicht zuerst aus Neugier. Und Sie glauben, der Schorsch ist der richtige Lebenspartner für Sie? Ja, sonst wäre er ja nicht da. Tja, aber mein liebes Kind, glauben Sie denn wirklich, dass man sich in 14 Tagen ein genaues Bild von einem Menschen machen kann? Ich denke, da genügen oft ein paar Stunden und ein bisschen Lebenserfahrung. Lebenserfahrung? Das ist aber ein großes Wort. Und Sie meinen, die haben Sie in Ihrem Alter? Ich bin 25 und habe schon sehr früh lernen müssen, auf eigene Füße zu stehen. Tja, und ich bin wesentlich älter und denke da halt ein bisschen anders.
Und ich glaube, unser guter alter Friedrich Schiller, der hat schon recht gehabt in seinem Lied von der Glocke. Hm? Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Nein, das hat der Schiller vor 200 Jahren geschrieben. Glaubst nicht, dass heute ein bisschen andere gesellschaftliche Verhältnisse herrschen? Frau Lydia, ich glaube, dass wir zwei ein bisschen aneinander vorbeireden. Und ich glaube, dass es um meine künftige Ehe geht und nicht um die Ihre. Aber reden wir nicht so geschneckelt drumherum. Fräulein Hackel, kurz und einfach, sind Sie dagegen, dass wir heiraten? Aber nein, wo nehme ich denn das Recht dazu her? Nein, ich möchte Ihnen nur die Augen dafür öffnen, dass man hier in einem Dorf mit 500 Seelen vielleicht ein bisschen konservativer denkt als beispielsweise in der Stadt. Naja, und das trifft natürlich auch auf meinen Bruder zu. Ach, da schau her. Der Vater schickt die Tante vor, weil er selber wahrscheinlich zu feig ist dazu. Aber zu was denn bitte? Um uns zu sagen, dass er mit der Heirat nicht einverstanden ist. Ja, wie haben wir es denn da? Du, mit 18 ist man heute bekanntlich volljährig. Ich bin aber schon über 30. Ach, schon nein, halt du dich bitte einen Augenblick raus, ja? Also, Tante Rosa, was habt ihr denn da ausgemacht, der Vater und du hinter meinem Buckel? Mein Gott, dein Vater ist heute ein bisschen besorgt, dass du in so Knallauffall vor vollendete Tatsachen stehst. Schon besorgt ist er. Knallauffall ist er besorgt. Da bist jetzt du der Fall und er der Knall. Ja. Soll ich dir mal sagen, warum ich in Rosenheim war, warum ich das Inserat aufgegeben hab und warum alles so Knallauffall gekommen ist? Ja, erklär mir's bitte. Ja, das darf mich auch interessieren. Weil in das Haus mit der Frau reingehört, die ein richtiges Hauswesen führt. Und nicht bloß eine Nachbarin, die nur ein paar Stunden Zeit hat für uns. Und dabei am Vater einen Augenhydrat, dass er gleich schirkelt. Hast du das wenigstens auch schon bemerkt? Ja, das so noch mehr. Der Terry ist leider am Vater, wirft ihn schon morgen heiraten. Ja, und du darfst ihn zum Verkauf. Was, ich? Ja, du redest ein bisschen viel vom Auszahlen. Ach. Ja, wie soll ich denn das machen, wenn er nicht verkauft oder so eine blöde Hypothek aufnimmt? Dem alle möchte ich einen Riegel vorschieben. Das wird nämlich mein Hof, verstanden? Ja, scheiße, als ob ich. Ja, der Vater kommt sich langsam vor wie in der UNO. Der weiß überhaupt nicht mehr, auf wen er hören soll. Und in der Situation machen wir das Allerdümmste, der alte Hans Dampf. Was, Willi? Ein Hans Dampf? Das hat mir gerade noch gefällt. Ja, um Gottes Willen. Ja, was ist denn mit meinem schönen Fahrer passiert? Dreimal darfst du raten, Rosa. Das schaut ja gut aus. Das ist ja kein 8 mehr, das ist schon ein 64er. Bist du in der Dampfwalze gekommen? Nein, und das Hühnervolk. Können Hühner denn sowas Furchtbares anrichten? Ja, das glaubst du, ich wollte ja noch ausstehen. Aber die Hühner, die haben so eigensinnige Nerven. Nicht lauft man da rein, und das Vorderradl rein, und schon was hin. Die Hühner? Nein, das Radl, die Hühner ist glücklicher. Weise davon, und ich habe einen Salto Mortale über die Linkstange gemacht. Mortale heißt tödlich, du lebst aber noch. Bist ein lieber Mensch, Schwester. Ja, und du ein typischer Bauer. Also die Hühner ist glücklicherweise davon. Und von meinem Radl, da sagst du überhaupt nichts. Dein Radl legt keine Eier. Werd der Schorsch schon wieder reparieren? Nein, nicht? Danke, das möchte ich aber dann doch lieber einem Fachmann überlassen. Aber die Reparatur zahlst du. Ja, die zahl ich schon, auf das kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Na. Die Teres hat schon recht gehabt mit ihren Karten. Ärger über Ärger. Der Grasunter bin ich. Ja, bist du? Der Grasunter. Nur die Liebe ist gekommen mit Herz Dame und Herz Burm, aber nicht zu mir. Ach, was denn? Der Schorsch hat schon recht. Du wärst wirklich langsam alt. Nein, 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 das musst du schon tragen, Tante. Schirm kannst du das nicht mehr. Was hast du gesagt? Ich wär schön langsam alt und tappig meinst, hä? Ich hab überhaupt nichts gesagt. Sie hat gesagt, du hast es gesagt. Und dass du mich einen alten Hans Dampf geheißen hast, das habe ich selber gehört. In aller Öffentlichkeit hast du das gesagt. Hey, die Lüder ist doch keine Öffentlichkeit, die gehört zur Familie. Schon. Ja, natürlich, am Montag bestellen wir das Aufgebot. Hoppala, hoppala. Wenn das so weitergeht, dann muss ich mal einen Geheimdienst engagieren, damit ich weiß, was auf meinen Hof und in meiner Familie vorgeht. Ach, die ist die Lüdi ja nicht gut genug als Bayerin, oder? Wer sagt denn das? Na, wir haben ja nur zwei Nachrichtendienste am Hof. Die Therese, die ist nicht da und die Tante Rosa. Also die Tante Rosa. Ja, und die Lydia ist mein Zeuge. Könnt ihr nicht unter euch ausmachen? Du, ich möchte jetzt gehen schon. Moment, das machen wir gleich aus. Rosa? Rosa, komm sofort heraus. Ich hab dich zu vernehmen. Ja, sag mal, was heißt du denn immer so? Ja, Herr. Immer nicht taub. Was hast du denn da vernehmen? Wann und wo hab ich zu dir gesagt, dass ich gegen eine Heirat von denen zwei bin? Hä? Wieso denn? Das hab ich nie behauptet. Ah, lüg nicht, Tante. Jedenfalls war das so der Sinn. Ja? Naja, ich hab nur gesagt, dass du ein konservativer Mensch bist. Ist das eine Beleidigung, Schorsch? Dann ist griechisch. Und dass du heute wegen dem Tempo ein bisschen besorgt bist. Die Larifari, lauter Wortklaberei. Was hättest du denn der Lydia eingeflüstert mit dem depperten Schiller? Also mit einem Menschen, der einen deutschen Dichter als deppert bezeichnet, da diskutiere ich doch überhaupt nicht mehr. Es ist doch egal, wer was gesagt hat. Im Grund bin ja doch ich die Ursache für den ganzen Familienstreit. Der Schorsch möchte jetzt heim. Brauchst du mich nicht fahren, ich nehme einen Omnibus. War ja noch schöner. Lieber packe ich meine 7 Zwetschgen zusammen und fahre mit dir. Was sagst du doch? Ich sag, dass ich lieber zur Lydia nach Rosenheim ziehe.
Und wirst du irgendwo Arbeit finden? Ja, sag einmal, hat denn dich der Blitz gestraft? Möchtest du auf deinen Hof verzichten, hä? Mein Hof? Wann hast du mir den übergeben? Ja, Herrschaftsseitenschorsch, ich bin doch kein Greis. Ich werde ihn schon noch vermachen. Vermachen lieber deiner Schwester. Was? Ich soll da eine Privatschüre machen für Moralisten oder sonstige Spinner. Da kannst du dann bei ihr Griechisch lernen. Zeit hast du dann, komm, Lydia. Ja, Himmel, Herrschaftsseiten! Greiz, Birnbaum und Holerstadt. Du, was willst du denn der Rot, wo überhaupt sein, der Lindige? Ich bin so aufregend, Thomas. Denk an deine Nerven. Ich hab keine Nerven mehr. Die hast du schon alle getötet. Ja. Begreif doch einmal, Rosa. Der Schorsch möchte weg vom Hof. Nein, der meint es nicht so. Der möchte bloß von seiner Lydia angeben. Ach. Das ist ein typisches Imponiergehabe. Weißt du, das macht ja jeder Gockel so. Mein Sohn ist kein Gockel. Eigentlich hat man das bei den Graugens studiert. Bei den Graugens? Ja. Dann musst du es ja du so machen. Na. Aber ich weiß ganz was anderes, was du jetzt machst. Du gehst sofort nach zum Schorsch und entschuldigst dich. Verstanden? Ich denke überhaupt nicht dran. Eher verlasse ich dieses Haus. Nix nauf. Und wenn es sein muss, noch heute. Gehst, dann geht's leider nimmer. Es geht, Benot. Ja! Grüß dich, Gott, Hambecher. Was gibt's denn Neues? Da fragst du am besten deine Schwester. Was? Ich weiß über jeden was. Und wenn's der Stund unter Lung ist. Wie bitte? Mir ist zu Ohren gekommen, dass ich ein ganz unmoralischer Mensch bin. Ein Pharisäer. Ein Wolf im Schafspelz. Ein Wüstling. Hast du das gesagt? Nein, nein, nein. Also, Thomas, der bedroht mich. Das ist ein richtiger Hausfriedensbruch. Wir sind doch in keinem Haus. Keine Angst, Rosa, der bedroht dich nicht. Der will nur reden. Was, der Mann ist Politiker. So einen musst du auslaufen lassen. Ja. Möchte wissen, was das für ein Politiker ist. Kreisrat, Rosa, Kreisrat. Weil das auch schon was ist. Das weißt du ganz gut. Weil du nämlich gesagt hast, dass ich als Kreisrat und als Trachtenvereinsvorsitzender völlig untragbar bin. Aus sittlichen Gründen. Und dass du mir das Handwerk schon lehntest, streitst du es vielleicht ab? Ich hab nur gesagt, dass es eine Schand ist, wenn ein Mensch ein öffentliches Amt bekleidet und das Brauchtum hochhalten will und dann am FKK-Strand die Wasch- und Duschanlagen installiert, bloß weil es was einbringt. Also wirklich, da kann ich doch bloß sagen, pfui Teufel. Ja, gibt's jetzt das auch. Sag die pfui Teufel. Wenn ich als Installateur meinen Beruf ausübe, ja, sag einmal, hat deine Schwester vielleicht närrische Schwammer gefressen? Ich kann, Bigel, jetzt seine Gase ungemütlich. Geh weiter, sitzt die her ein bisschen zu mir. Magst du einen Schluck Bier? Nein, in der ihrer Gegenwart vergeht einem der Appetit. Nein, nein. Ja, was hab ich denn der Pixel, Madame, da? Jetzt hörst du auf, ey. Sie beleidigen Sie mich vernicht, ey, Sie Dachrinnen-Jongleur. Ah. Ist das keine Beleidigung? Nein, das war ein Scherz. Aber dazu müsste man natürlich ein bisschen an Humor haben. So, und jetzt gibt's eine Ruhe, es ist Feierabend, ihr seid quitt. Na, noch lang nicht. Natürlich hast du ja nichts getan, Kambigler. Aber der FKK-Strand, der ist ja ein Dorn im Auge. Und gegen den kämpft sie wie der Engel mit dem flammenden Schwert. Verstehst du? Hast jetzt du zu der Hex Engel gesagt? Symbolisch gemeint. Ich weiß das, dass sich gewisse Leute überhaupt nichts mehr denken, wenn sie barfuß bis zum Häus in der Gegend rumlaufen. Bestenfalls noch mit einer riesen Sonnenbrille auf der Nase. Aber wenn ein Kreisrat und Trachtenvereinsvorsitzender da Unmoral Vorschub leistet und quasi dazu noch Leitungen installiert, dann ist der Herr für ein öffentliches Amt nicht mehr tragbar. Das ist meine Meinung und zu der stehe ich. Ja, hältst du die Mitglieder von dem Club für lauter Sabian? Solche Worte benütze ich nicht. Das haben Sie gesagt. Aber denke du hast das. Ich sehe das ein Nasenspitzel an. Der Nasenspitzel-Diagnostiker? Ha, jetzt macht's ein Griechisch. Und glauben's ja nicht, dass ich das so schnell vergessen werde. Auch nicht bei der nächsten Wahl. Du darfst doch gar nicht wählen bei uns. Ja, dann melde ich hier meinen ersten Wohnsitz an und er darf es. So, und jetzt schwingen Sie einer. Herr Kreisrat. Wohl bekommt's. Was hat jetzt die gesagt? Herr Kreisrat. Nein, vorher. Nasenspitze. Ach so, ja, das war ein Fremdwort, das verstehst du nicht. Verstehst ich kaum und studier's nicht. Dann war es auf jeden Fall eine Beleidigung. Hätten wir's bloß aufgeschrieben. Jetzt könnt ihr mal voll Bier brauchen. Ja, jetzt ist die Flaschen leer. Mineralwasser gefällig. Mineralwasser? Mit wenig Kohlensäure. Geleck! Halt auf, komm, bitte, brrr, steh bleib. Du, mit solchen Einladungen kommst man nicht auf meinen eigenen Grund und Boden, weil sonst fangst du an, gell? Von dir? Ja, meinst du, ich hab Angst vor dir? Geh! Du bist doch der gleiche Duckmaus wie deine Schwester. Duckmaus hast du gesagt? Duckmaus hab ich gesagt, ja. Geh, so an wird die Reise, du freihändig in der Luft. Was? Jetzt geh! Hey, hallo!
auseinander. Vorsicht, Schurz! Du, meine Vorsicht, nicht den Blick, schürst du den bloß ja weg. Du, mich! Der meinst die Fürchte, du Grafbrotz. Du, noch ein Wort und der Zahnarzt macht Überstunden. Jetzt, Mensch, aufhören! Jetzt hör halt auf, der sagt ja eh nichts mehr. Und Sie sind jetzt auch vernünftig. Es führt doch zu nichts. Wer sind Sie? Am Montag melden wir es auf der Gemeinde an, da kannst du ihn an erkundigen. Aber wenn du es jetzt schon wissen willst, meine Braut. Jawohl. Armes Häschel. Heirat ja nicht in die Hackelsippschaft. Da ist der Wurm drin. Du, die Goschen halt, sonst kannst du die Hackelwürmer kennenlernen. Wenn's jetzt nicht gleich geht, dann hau ich dir. Danke. Komm raus. Aber die üble Nachrede, nicht meine... Nicht danke, die Scheiße ist nicht die Zeit. Überhaupt nicht, Herr Schell. Sich. Er ist jetzt auf sich. So ähnlich muss ein Abschuss ins All ausschauen, gell? Ja, schuld an allen ist die Rosa nicht, aber wer es ihm erzählt hat, was sie gesagt hat, nicht? Wahrscheinlich die Therese. Schurz, bleib da! Was wird in den Schupfen drin? Ja, ich glaube, ein Karton oder sowas ähnliches holt er. In seinen Koffer geht er zu wenig rein. Pass mal auf, Madel. Kannst du nicht reden mit ihm, dass er da auf dem Hof bleibt? Weil das tue ich doch schon die ganze Zeit. Ich mag nämlich nicht, dass er wegen mir den Hof aufgibt. Ja, das ist brav, sehr brav. Ich hab's nicht nötig, dass ich mir in ein gemachtes Nest setze. Ich kann sehr gut auf meine eigenen Fürste. Ja, das habe ich schon gesehen, wie du da vorhin dazwischen gesprungen bist, mein lieber Lydia. Alle Achtung! Ja, ich habe schon oft ein paar Streithanseln drin. Okay. Das gehört zu meinem Beruf als Kellnerin. Ja, ja. Hausknecht gibt's ja keine mehr. Du, von dir darf ich mir ganz gerne mal wo ausschmeißen lassen, das sage ich dir. Komm, sitzen wir uns ein bisschen her. Jetzt pass einmal auf, Lydia. Du magst doch einen Schorsch. Ja. Und er mag dich auch. Ja, ich glaube schon. Also, dann passt doch zusammen. Ja, aber ich kann doch nicht zulassen, dass er wegen mir den Hof aufgibt. Nein, das kannst du nicht zulassen. Das darfst du auch nicht zulassen. Na also, gell? Wann geht der nächste Bus? Ja, Herrschaftszeiten, kann man denn mit keinem von euch zwei ein vernünftiges Wort reden? Du bist einer stur, aber der andere möchte da jetzt... Nein, jetzt waren's. Nein, hör auf, ich hab's ja nicht so gemeint. Nein, den hast du ja schon versammelt. Beruhigt ihn noch wieder. Was ist denn da los? Ja, das frag dich doch selber. Bloß weil du deinen Dickschädel durchsetzen willst, treibst du arme Lydia das Wasser aus den Augen. Ja, schau das nur an, du schläfst da drin sinnlos im Schupfen rum und der rast werden Weiber zu Hydranten. Schorsch, ich glaube, es ist besser, wenn wir uns trennen. Ah, das hat der Vater eingeredet. Spinn ich! Ja, sag einmal, springt man so mit seiner Braut um? Hä? Schäm dich, Bub! Hast du Braut gesagt? Warum hast du das gehört? Ja. Dann wär's schon gesagt hab. Lydia, der Vater ist einverstanden. Ja. Und der ist gar nicht so zwider, wie wir immer geglaubt haben. Okay. He? Aber deine Tante? Ja, die schickt mir bei Eilboden nach München. Oder wir schießen sie ins All, dann triffst du einen Kampfbüchler. Überhaupt? Hat je ein Mensch gehört, dass man bei einer Tante Heiratserlaubnis einholen muss? Also ich nicht. Ich auch nicht. Das hätte ich mir eigentlich denken können, dass man schon wieder über mich herzieht. Aber Gott sei Dank zum letzten Mal. So, mein lieber Thomas, unter den gegebenen Umständen halte ich es nämlich fürs Beste, wenn ich meine Ferien woanders verbringe. Ich möchte einem Dorffrieden und dem jungen Glück nicht mehr länger im Weg stehen. So, und wann geht der nächste Bus? Meine liebe Schwester Rosa, in 2 Minuten, wann du dich beeilst, erwischt. Ja, ich trage dir deinen Koffer. Nein, danke. Das kann ich selbst. Und die restlichen Sachen, die schickst du mir dann in meine Münchner Stadtwohnung nach. Ja. Mein Elternhaus wird mich nämlich so schnell nicht mehr wiedersehen. Ach, na, Frau Rose, das kann ich nicht zulassen. Okay, warum lass doch fahren? Reisende sollen wir doch nicht aufhalten. Wenn ich an Ihrem Auszug schuld bin, dann kann ich doch nicht froh werden. Ach, Freund Lydia, das brodelt schon lang. Sie waren heute bloß noch der Katalysator. Oh, ein griechischer Abschied. Ach, könnt ihr euch nicht wieder vertragen? Schauen Sie, ich hab doch wirklich nichts gegen Sie. Und der Schorsch wird sich bestimmt bei Ihnen entschuldigen. Was ich? Herr Spinni? Du wirst dich entschuldigen, genau. Brav, du fängst schon gut an. Es muss ja nicht gleich sein. Mit der Zeit werdet ihr euch doch wieder verstehen. Gut, dann entschuldige ich mich auf Weihnachten. Also, was ist los, Schwester Herz? Fahrst du weg oder bleibst du? Hä? Naja, also dann bleibe ich vielleicht wieder. Oh. Siehst, das ist eine klare Auskunft. Wie heißt schon das alte Sprichwort? Wenn eine Dame Nein sagt, meint sie vielleicht. Wenn sie vielleicht sagt, meint sie Ja. Und wenn sie Ja sagt, ist sie keine Dame. Ich hätte mir denken können, dass du in der ernstesten Situation wieder mit den ältesten Witz daherkommst. Mir gefällt der Rosa. Den Bus erwischen sie jetzt sowieso nicht mehr. Ah. Bleiben sie halt da. Der Schorsch tragt ihnen den Koffer auf. Ja, von mir aus. Obwohl, manchmal hat der Bus auch Verspätung. Statt bis Koffer dran. Krass. Alles dann, packen wir's. Und der ist ja leer. Da muss jetzt gleich den Falschen erwischt haben. Ah. Ah.
Dirndlock sagt, Dirndlock sagt, ich kann nicht schlafen, schlafen, schlafen. Kimmst auf noch, kimmst auf noch, kimmst auf noch, Zwingstall ist offen, offen, offen. Ja, Respekt hat die Rosa, trimm dich fit. Ja, ja, du, so ein bisschen Jogging am Sonntag in der Früh, das könnt ihr eigentlich auch nicht schon. Nein, danke schön. Am Sonntag mache ich lieber Hocking. Und unter der Woche habe ich mit der Arbeit meinen Sport. Aber Schorsch, das ist ja kein Vergleich. Nicht, weißt du was? Dann hilfst du mir morgen mal beim Mist aufladen. Da hast du die Kalorien raus aus deinem Luxuskörper. Nein, danke, ich habe ja Ferien. Und ich keine Zeit. Ich muss die Lydia vom Bus abholen. Ach so, kommt die heute schon wieder? Sag einmal, muss denn die nichts arbeiten? Nein, lass nicht mehr. Weißt du, ich mag's nicht, wenn die Männer weiter an ihr rumtappen. Ach so, dann wär's das Gescheitste, sie bleibt gleich ganz da, hä? Ja, das wär's Beste. Oder hast du was dagegen? Na, warum? Warum sollte ich? Du, ich wollte heute sowieso eine Bergtour machen und erst gegen Abend wiederkommen. Respekt, Tante Rosa, nur nicht aufhalten lassen. Der Berg ruft! Jawohl. Und eins, zwei, 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 so. Eins, zwei, eins, zwei. Du, übrigens, dein Vater kann sagen, dass ich mich beim Kammbichler nicht entschuldige. Das habe ich mir überlegt, das verbietet mir nämlich mein Stolz. Hast recht, Tante Rosa, ich tät's auch nicht. Genau. So, aber das kannst du ihm gleich selber sagen, da kommt er gerade von der Kirche. Ui, nein, der muss mich nicht in dem Anzug sehen, der bleckt er mich bloß. Geh, Schmarrn. Moin, Vater. Moin, Schorsch. Halt, halt, halt. Bleib da, wo willst du denn schon wieder hin? Ja, am Bus die Lydia abholen. Ah, oh, wenn die Lydia so weitermacht, dann wird's noch eine Pendlerin. Ja, das Beste wäre, sie bleibt halt ganz da. Ja, gell? Mir weiß ja auch, lieber Schorsch, aber du weißt schon, die Leid, die Leid. Was ging uns die Leid an? Du hast auch wieder recht. Um der Herrin tun zu, oder so. Also, vierte. Ja, da kommt dann aufs Haus zu. Kennst du den? Nein, den kenne ich nicht. Das muss aber ein Sommergast sein, weil er gar so spaßig angezogen ist. Guten Morgen. Moin. Ja, guten Morgen. Ja. Habe ich die Ehre mit Herrn Beil? Fast. Hacke heiße ich. Hacke. Oh, pardon, natürlich. Kleine Verwechslung. Aha. Also, ja. Vater, vierte. Ach, der Herr Sohn? Ja, mir pressiert's. Oh, bitte, es wäre mir lieb, wenn Sie mir beide einen Moment zuhören könnten. Entschuldigen Sie die Störung der sonntäglichen Ruhe, ja. Aber der Anlass erscheint mir wichtig. Was denn für ein Anlass? Ich denke, wir gehen gleich in Medias Res. Res? Nein, die ist halt nicht da. Ja, also zur Sache. Es handelt sich um gewisse Äußerungen Ihrerseits, die mir von Herrn Kammhuber... Kammbichler? Ja? Was denn? Was denn? Den Saukopf kennen Sie? Ja, natürlich, er hat doch für uns gearbeitet. Tja, und diese Äußerungen nun erfüllen zweifellos den Tatbestand der üblen Nachrede. Sind Sie vielleicht dem Kammbichler sein Rechtsanwalt? Nein, ich bin Mediziner, Naturheilverfahren. Aber jetzt bin ich hier in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Sport- und Freikörperkulturgemeinschaft zurück zur Natur e.V. Ah, drum geht die Natur überall zurück. Nein, reden Sie noch weiter, reden Sie weiter. Ja, also dieser Kamm... Bichler. Ja, Bichler, also dieser Bichler... Sagen Sie mal, wer kommt denn der Hodelump überhaupt dazu, dass Herr Songo, dass mir von, wie haben Sie gesagt, der Tatbestand... Der üblen Nachrede, ja? Und außerdem sollen Sie ihn des Hofes verwiesen haben, und zwar unter Androhung von Gewalt. Gewalt, keine Spur von Androhung, rausgeschmissen habe ich nicht. War vielleicht komisch. Bitte? Was ist da komisch? Jetzt passen Sie mal auf, Herr Doktor. Mhm. Dieser sogenannte Spengiermeister hat nämlich uns beleidigt. Und hat mit uns Raffermeng. Und das ist Hausfriedensbruch. Ja, der kann froh sein, dass er mit dem Schrecken davongekommen ist. Ja, ja, aber dieser Dingsbichler schildert glaubhaft... Kamm. Kamm? Ja. Ein Kamm? Nein, nein, nein. Bichler, Bichler. Ach ja, Entschuldigung, ach, ist ja zu dumm. Ja, also dieser, also er berichtet mir glaubhaft, dass Sie alle Mitglieder unseres Vereins pauschal abqualifiziert haben. Abquali was? Sie, wenn Sie mal mit Griechisch kommen, muss ich meine Schwester holen. Die kann's. Tut mir leid. Ah, beleidigt, meint er. Also. Aber da ist uns nichts bekannt, oder Vater? Nein, durchaus nicht. Ja, überhaupt hat der Kammbichler Zeugen. Keine Ahnung. Aha, da haben wir schon, aber wir haben Zeugen. Zum Beispiel die Braut von meinem Herrn Sohn. Jesus, der Omnibus 6, die Eisenbahn. Ich bin gleich wieder zurück. Ja. Wenn Sie noch da sind, werden Sie auch unser Zeugen kennen. Wiederschauen. Ja. Ja, jetzt kommen Sie noch ein bisschen weiter. Schauen Sie noch mal meinen Hof an. Wie schön da alles beieinander steht, nicht? Und das schon seit alters her. Ja, wissen Sie, wir leben hier in Ruhe und in Frieden. Ein bisschen abseits von Dorf und einem Menschen beleidigen wollen wir durchaus nicht. Sitzen wir uns ein bisschen her. Ja, danke. Bitte. Und? Schön steht er da, mein Hof, hä? Ja, ja.
Tja, also mein lieber Herr... Hackel, ist eigentlich nicht schwer zu merken, gell? Ja, natürlich, man braucht ja nur an beide zu denken. Ja, denken dürfen schon an beide, aber sagen dürfen sie es nicht. Sonst wäre es ja wieder falsch, nicht? Ja, freilich, das ist ja gerade der Witz an der Mnemotechnik. Okay, Sie muss Ihnen mal was sagen. Früher hat man eigentlich auf dem Land nicht so viel Griechisch geredet. Wie meinen Sie? Nein, ich meine gar nichts. Ich befasse mich nur seit Neuestem ein bisschen mit Sprachforschungen, nicht aber das. Das gehört jetzt nicht daher, nicht? So, dann hättest du also der Kampbirgler die Leute gegen uns auf der Pfundhami. Pardon, Pfundhami. Ist das nicht schon wieder eine neue Beleidigung? Pfundhami? Nein, das ist bei uns ein Kosenamen. Ja, möchte uns vielleicht verklagen, der Bazi, der Abtreide, hä? Also, das ist seine Sache. Ja. Mir geht es nur darum, gewisse Vorurteile gegen unsere Menschen- und Völker verbindende Freikörperkultur auszuräumen. Ja, dann räumen Sie nur aus, Herr Doktor. Ich bin da allerdings das falsche Objekt. Herrschaft, seid nicht, rede ich auch schon ausländisch, hä? Wie meinen Sie das? Ja, von mir aus können Sie ihn da mitten auf dem Hof komplett ausziehen. Mich stört das überhaupt nicht. Wir Bauernleute sind doch nicht zimperlich. Ja, aber auf alle Mitglieder Ihrer Familie scheint das ja nicht zuzutreffen. Wieso? Ach so, Sie spielen jetzt auf meine Schwester an. Ja, mei, die Rosa, wie soll Ihnen das erklären? Die sitzt halt mehr auf der Seite, die wo im Parlament rechts ist. Verstehen Sie? Haben Sie mich? Ob ich Sie habe? Wie? Ja, das erklärt sie Ihnen am besten selber. Rosa! Wissen Sie, in der Beziehung hat sie eigene Ansichten. Da möchte ich mich raushalten. Rosa! Geh, komm mal raus! Ja, was gibt's denn? Da ist ein Herr da, der möchte sprechen. Ja, wer denn? Der Chef von den Nackerten. Was? Dr. Schramm, Vorsitzender der Sport- und Freikörperkulturgemeinschaft, zurück zur Natur. E.V., der Kampbichler hat ihn hergeschickt. Aha, ja, Moment, ich komm gleich runter. Ja, wollen wir vielleicht einen Sprung ins Haus? Vielen Dank, aber ich bleibe eigentlich lieber hier draußen. Aha. Der herrliche Blick, die würzige Luft. Ja, die würzige Landluft. Einatmen, inhalieren. Morgen kommt er nämlich weg. Wer? Der Misthaufen. So, dann hat einer also der Kampbichler gegen uns aufgehetzt. Hä? Aber nicht doch. Doch. Nein, er hat mich nur zugegeben in seiner etwas rustikalen Art darüber informiert, dass im Zusammenhang mit unserem Verein das Wort Apfelblüte... Apfelblüte, da weiß ich nichts. Oh, pardon. Ach, das war die Rückseite. Okay. Ja, das Wort Saubären gefallen sein soll. Oder halten Sie das auch für einen Kosenamen? Ja, Sie werden einmal was sagen, das kommt ganz auf die Betonung drauf an, gell? Du Sauberle, kann mitunter ganz nett klingen. Naja, also entschuldigen Sie, wenn ich mich da einmische, aber das Wort Saubär ist natürlich in erster Linie schon ein Schimpfwort. Allerdings eins, das ich nie benütze, sondern höchstens denke. Ja, und damit kommt schon zum Ausdruck, was sich die Mehrzahl der Dorfbewohner denkt, Herr... Dr. Schramm, ich bitte meinen Besuch nicht falsch zu verstehen, gnädige Frau. Ein Fräulein ist... Na, also Thomas. Ja, ich bin schon stark. Du mir sowieso, lieber Rosa, ihr redet dieses heikle Thema alleine unter euch aus, gell? Wissen Sie, ich kann es auf keinen Fall unwidersprochen hinnehmen, dass man die Idee der Freikörperkultur mit dem Begriff der Unmoral in Verbindung bringt. Der unbekleidete Körper ist ja an sich völlig wertfrei, als Habitus des Homo sapiens. Von mir aus können Sie sich jetzt gegenseitig zerfleischen mit Ihnen Griechisch. Naja, natürlich, Herr Dr. Schramm. Ich meine, dem Reinen ist alles rein. Na ja, Pontans und Dauern. Ja, ergo ist nicht das Objekt als unmoralisch oder gar unsittlich zu bezeichnen, sondern allenfalls das, was die subjektive Einstellung respektive die eigene Fantasie darin sieht. Was sagen Sie dazu, Herr Beil? Hacke heiße ich. Ja. Also, habe ich nicht recht? Ja, mich dürfen Sie doch nicht fragen. Ich gehe in der Unterhose ins Bett. Ich versichere Ihnen, die Mitglieder unseres Vereins sind samt und sonders rechtschaffene Menschen, naturbewusst und voll sittlicher Verantwortung. Herr Dr. Schramm, das Gesetz schützt uns auch vor dem öffentlichen Ärgernis. Na, Rosa, nix öffentlich. Du, die haben einen Mordzaun. Du müsst einer schon ein Loch hineinreißen. So wie es der Kampbichler gemacht hat. Hat einer da nichts erzählt, dass er unseren Sohn, der Schorsch, am Zaun erwischt hat?
Nichts gehabt? Nein. Aha. Nein, nein. Und immerhin findet unser Vereinsleben unter staatlicher Duldung statt. Oder wollen Sie auch den Staat der Unmoral bezichtigen? Warum nicht? Denken Sie zum Beispiel an Toto, Lotto, Spielbanken. Naja, und der Sexualunterricht in den Schulen ist ja zumindest immer noch recht umstritten. Ja, bei euch in der Stadt drinnen werden Sie sowas schon brauchen. Bei uns am Land ist das ganz anders. Wir werden nämlich im Stall aufgeklärt. Thomas, jetzt bist du aber endlich still. Ja, ich sag schon nichts. Ja, also, unser Grundsatz heißt Mens sana in corpore sano. Ja, das waren schon Hunde, die alten Griechen, gell? Das ist lateinisch. Okay, jetzt auf einmal. Sie sollten sich wirklich ein reales, direktes Urteil bilden. Dürfte ich Sie zu einem Besuch auf unserem Gelände einladen? Was? Ich soll zu Ihren Nackedeis marschieren? Na. Ja, und Sie natürlich auch, Herr, also, wenn Sie Lust haben. Ja, Sie, das wäre zu überlegen. So wäre ich gar nicht so. Ein Auge darf ich da schon riskieren. Was? Ja, freilich. Ja, nun, also ein Auge riskieren, das wäre ja nicht ganz das Richtige. Keine Angst, ich schaue schon mit alle zwei. Nein, nein, Sie müssen sich da schon ganz natürlich unter uns bewegen. Also. Wir sind sehr vorsichtig bei der Aufnahme einzelner Herren, um Voyeure zu vermeiden. Am liebsten sind uns Familien. Und gegen einzelne Damen haben es weniger? Ja, nun, wie dem auch sei, der persönliche Augenschein hat schon manchen Gegner eines Besseren belehrt. Ja, natürlich, da haben Sie vollkommen recht, Rosa. Man darf nicht über etwas schimpfen, was man vorher nicht gesehen hat. Nicht wahr? Schauen Sie, muss man ja eine Kuh auch zuerst anschauen, bevor ich es kaufe, ob es keinen gesetzlichen Fehler hat. Nicht? Ja, also. Trotz dieses nicht unbedingt passenden Vergleichs, ja, darf ich meine Einladung wiederholen? Also, Herr Dr. Schramm, ich für meine Person habe nicht die Absicht, mich vor der ganzen Dorfbevölkerung lächerlich zu machen. Geweihter Rosa, von außen sieht dich doch niemand. Die haben einen Mordsbretterzaun, nur eine Tür, die ist abgesperrt. Nicht einmal Ostlöcher sind drin. Ja, was fixierst du bei denen so? Sag sie mal, was bedeutet denn das nur? Oh, pardon, das ist nur eine gymnastische Bewegungsprophylaxe. Ah, auf Deutsch meine sagt man da Aerobik oder so, gell? Nein, vielmehr ein Bestandteil meiner Naturheilmethode. Ach so. Ja, stärkt den ganzen Körper, ja, und besänftigt das Gemüt. Ach, no. Sie sind Arzt? Ja, Naturheilverfahren. Dr. Schramms Gesundheitstee, Dr. Schramms Kräutertonikum, Dr. Ach. Schramms Magenbalsam, etc., etc. Haben Sie vielleicht schon mal was davon gehört? Nein, aber gesund sind wir. Aber natürlich ist mir das bekannt, Herr Doktor. Ach, Sie sind das? Nein, sowas. Wissen Sie, ich bin nämlich auch eine passionierte Anhängerin von Naturheilmethoden. Ja, was Sie nicht sagen. Ja, also, Thomas, du Stoffel, nicht um einen Platz hast dem Herrn Doktor angeboten. Ja, was heißt denn da Thomas, du Stoffel? Der wollte lieber die würzige Landluft genießen, gell? Aber jetzt machen wir es uns bequem. Kommen Sie, ins Weiter. Ja, danke. Ich möchte Ihre Zeit, aber wirklich... Nein, hocken wir uns her. Ich muss Sie nämlich auch noch was fragen. Ja, bitte. Was den Kampichler betrifft. Ah, ja. Tja, Herr Doktor, was darf ich Ihnen denn anbieten? Ja, Mensch, ein Zigarren, hä? Um Gottes Willen, ich rauche doch nicht. Ich schon, wenn ich eine Geschenk kriege. Ja, oder ein Stamperlschnaps, das wollen Sie, hä? Nein, keinen Alkohol, bitte. Wer redet denn da von Alkohol? Ein prima Zwetschgenwasser hier im Haus. Danke, danke. Aber eine Tasse Kaffee, die werden Sie uns ja nicht abschlagen. Die mag ich. Leider, nein. In der Naturheilkunde gilt auch das Koffein als Nervengift. Okay. Ja, es schädigt die Substanz und führt mitunter sogar zu Potenzstörungen. Rosa, ab sofort trinke ich keinen Kaffee. Oh, schau her, Thomas, da verstehst du auf einmal ein Fremdwort. Hä? Ja, mein, man erkundigt sich halt ja, manchmal ja, über etwas, nicht? Und es führt auch zu Schlafstörungen. Schlafstörungen habe ich keine, da fehlt sich bei mir nichts. Tja, aber Herr Doktor, was kann ich Ihnen denn dann anbieten? Ja, reden Sie halt. Vielleicht eine Tasse Kamillentee. Oh ja, jetzt haben Sie es getroffen. Ja, also am liebsten trinke ich ihn ja mit etwas Melisse. Köstlich. Und wenn Sie noch eine Fingerspitze Pfefferminze dazugeben, aber nur einen Hauch, ja? Herr Doktor, Sie sind ein richtiger Feinschmecker. So, und was ist mit dir, Thomas, auch eine Tasse? Nein, danke, Schwesterherz, ich bin von der Beschreibung schon pumpelgesund. Gnädige Frau, ich freue mich, dass es trotz anfänglicher Differenzen doch gewisse Berührungspunkte zwischen uns zu geben scheint. Ja, das freut mich auch, Herr Doktor. So, und jetzt mache ich auch sofort den Tee. Ja,
Eine Fingerspitze Pfeffer. Ja, pst. Na also, jetzt versteht ihr euch ja schon besser, gell? Ihre Schwester ist ja eine reizende Person, Herr... Sagen Sie, werden einen Vorschlag machen. Probieren Sie es einmal mit Thomas. Vielleicht merken Sie ihnen das leichter. Brauchen nur an den Ungläubigen zu denken. Ja, richtig. Mnemotechnik. Au, wer schon wieder. Ja, ja, meine Schwester, wer soll ihnen das sagen? Die hat halt ihre Mucken nicht. Ihre Mücken. Wie die meisten redigen Weiber halt, nicht? Sind Sie verheiratet, Herr Doktor? Nein, nein. Sind Sie froh? Sind Sie froh. Aber was ich Sie fragen wollte, weil meine Schwester Rosa gerade nicht da ist. Sie haben da vorhin bei Ihrer Einladung in Ihr FKK-Gelände, da haben Sie gesagt, dass Sie gegen einzelne Herren sehr vorsichtig sind, weil Sie wollen keine Dings, keine Voyeure. Was bedeutet das? Wie? Ach so, Sie meinen Voyeure, ja. Ah, Voyeure. Ja. Nun, im heutigen Jargon würde man vielleicht sagen Lura. Lura? Ah, jetzt. Und Jargon, was heißt das wieder? Damit meint man eine etwas verschluderte Alltagssprache. Danke, danke für die Auskunft. Wissen Sie, ich bild mich seit neuestem in Sprachen, weil sonst kommst du ja heutzutage überhaupt nicht mehr mit, nicht? Und jetzt möchte ich Sie noch fragen, zu was für einer Sprache gehören jetzt die beiden Wörter Voyeure? Und Jargon? Griechisch? Lateinisch? Ha? Französisch, beide. Ja, verrückt. Und ich hab meinen Buben auf die Landwirtschaftsschule geschickt, statt in ein Dolmetscherinstitut, das sowas. Nun, mit den Agrarkünsten ist ihm aber doch sicher mehr gedient. Na ja, da haben Sie auch wieder recht. Wissen Sie was, Doktor? Sie sind ein gewandter Mann. Und deshalb traue ich mich jetzt auf eine ganz heikle Frage zu kommen. Passen Sie mal auf. Könnten Sie dem Kammbichler nicht beibringen? Ich meine, er kann Ihnen ja nichts aufschlagen. Schließlich hat er genügend verdient mit den Installationen auf Ihrem Gelände. Könnten Sie dem nicht beibringen, dass meine Schwester, also ich meine, dass das, was sie über ihn gesagt hat, dass das gar nicht so scharf gemeint hat, bloß so mehr Spaß, könnten Sie ihm das nicht sagen? Hein? Nein, das muss ich ihm schon selber sagen. Das muss sie ihm selber sagen. Ja, das wird sie aber nicht tun, weil er beißt sie sich die Zunge ab, hat sie zu mir gesagt. Nun, sie hat eben auch ihre Prinzipien. Ja, die hat's. Und schon wieder. Spinner tut's. Und immer alles besser wissen. Ihre Schwester ist Lehrerin, habe ich gehört. Ja, deswegen weiß sie alles besser, nicht? Und da weiß ja die früher nett gewesen, lieber Mädel, so zäpfeln nicht. Und gescheit. Gescheit war die, Doktor, sag einer. Deswegen ist sie von unseren Eltern auf die höhere Schule geschickt worden, nicht zum Studium. Ja, also eine gescheite Person, das ist sie auf jeden Fall. Und drum bleibt sie lieber ledig, sagt sie immer. Aber ich glaube das nicht, gell? Und was glauben Sie? Ja, ich glaube immer, die war ein bisschen zu heikel, mein, bis der einer recht macht, aber sie waren da. Mein, aber. So, wer war? Statten Dr. Schramm, Vorsitzender der Sport- und Freikörperkulturgemeinschaft, zurück zur Natur e.V. Grüß Gott, Herr Doktor. Zurück zur Natur. Was ist das? Also, wir halten es für einen Kinderwagen. Ja, da liegt ja wirklich ein Kind drin. Ja, freilich. Und hast du geglaubt, wir transportieren ein Videogerät im Kinderwagen? Von wem ist das Kind? Ja, was, das wollte der gestern schon sagen, aber es ist vielleicht besser unter vier Augen. Ja, dann sollte ich vielleicht doch am besten. Oh, was haben Sie denn? Ist Ihnen nicht gut? Nein, das sind nur vorübergehende Geburtsschwäden. Ich glaube, ich bin gerade Großvater geworden. Mei, bitteschön, nicht böse sein, aber der Schorsch hat mir fest versprochen, dass er euch schonend aufklären wird. Dankeschön, ich bin schon aufgeklärt, Lydia. Allerdings ohne Schonung. Ja, was ist denn mit unserem Putzi-Putzi? Was lacht er denn so, der kleine Putzi-Putzi-Leiner? Schau mal, das ist der Opa. Wie heißt der Putzi-Putzi? Florian. Florian, ja, das gefällt mir schon besser. Okay, jetzt blärt er. Aber der Gute stimmt, ich werde mal singen. Aber wenn du also besser schaust, na was ist denn, Polly, nicht weinen. Ist doch bloß der Opa. Ja, der blöde Opa. Ja, sag sie mal, wie alt ist er denn, der Putzi-Putzi? Ja? 7 Monate. Was? Der ist aber gut benannt für 7 Monate. Das Kind mein Lieber. Moment. Ich bin jetzt im Rechner genauso blöd, als wir in die Sprachen. Ihr kennt euch erst seit 14 Tagen. Ja, das ist gleich erklärt, wie das möglich ist. Ja, nun muss ich aber wirklich, ich habe da wohl einen sehr ungünstigen Zeitpunkt für meinen Besuch gewählt. Nein, Herr Doktor, bleiben Sie da. Tante Rosa, könnte sein, dass wir Sie vielleicht noch brauchen. Tante Rosa! Wie meinen Sie das? Na, vielleicht fällt die Rosa gleich in Ohnmacht. Haben Sie vielleicht Baldrian dabei zufällig? So, der Kamillentee kommt gleich.
Sag's mal, warum wird denn bei uns immer so geschrien, wenn man. Ja, was ist denn das? Geht der Schatz? Ja, aber schnell, bitte schnell die Tasten. Komm. Mein ewig Schatz drum. Ein Kind? Mich trifft der Schlag. Das macht nichts, wir haben eigens einen Doktor da. Bald. Ich weiß nicht, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, dann will ich ja gerne. Andererseits hätte ich noch eine Verabredung. Mein Kampfbegler, hä? Also, auf mich müssen Sie keine Rücksicht nehmen. Herr Doktor, in dem Haus, da braucht man starke Nerven. Und die habe ich ja, Gott sei Dank. Aber, Herr Doktor, Sie werden doch wiederkommen. Oh ja, gerne. Ja, vielleicht schon heute Nachmittag, so gegen drei. Ja, und was ist mit deiner Bergtour? Nein, nein, die fällt ins Wasser, das Wetter schlagt ja um. Wie kommst du denn da drauf? Der Barometer steigt. Ja, und wie? Also, Herr Doktor, bis heute Nachmittag um drei. Sehr gerne. Ich habe auch noch etwas für Sie unten in meinem Zelt. Ja? Eine neue Teemischung. Ah, oh, da freuen wir uns aber schon alle drauf. Zeiseringer Spätlese vermutlich, hä? Sei doch mal still. Ja, also, auf Wiedersehen. Na, halt, Herr Doktor, die UFO. Oh. Auf Wiedersehen, Herr Hackebeil. Hacke heiß ich. Zum letzten Mal, Thomas Hacke. Ja, das sag ich ja die ganze Zeit. Tja, also auf Wiedersehen, die Damen. Auf Wiedersehen. Oh, um Gottes Willen, nicht durch die Blumen, Herr Doktor. Also, wenn das kein Akademiker war, würde ich sagen, es ist ein kompletter Depp. Und du bist ein unmöglicher Rüpel. Der Herr Dr. Schramm ist ein ganz liebenswerter, reizender Mensch. Okay, jetzt darf er mal. Gehst du was noch ein Sauber? Also, jetzt schieb mir doch nicht immer dieses ordinäre Wort unter. Was ist denn jetzt eigentlich? Ist es ein Bub oder ist es ein Mädel? Ein Bub. Ein Bub. Und die Mutter braucht man wohl nicht weit suchen. Na, na. Und wer ist der Vater? Ein Lump, der sich aus dem Staub gemacht hat. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich Ihnen nicht schon gestern reinen Wein eingeschenkt habe. Doch, Freund Lydia. Das nehme ich Ihnen sogar sehr übel. Ein Putzi Putzi heißt er. Was? Florian heißt der Putzi. Ja, ich meine, gestern war wirklich nicht der richtige Augenblick nach dem ganzen Ramasuri. Ja, und schließlich ist es meine Sache, weil ich die Lydia heirate. Trotzdem, Kind. Sehr richtig. Du sag einmal, traust du selber keinen Stamm heute zu. Ja, dann wird schon noch schauen, was wir zwei auf vier stehen, gell, Lydia? Da bin ich gespannt. Aber ich verlange jetzt von dir sofort, dass du den Putzi Flori adoptierst, gell? Ja, klar, ich muss sofort sein Vater sein, logisch. Ja, ich bin ein Adoptivgroßvater, wenn es keinen zweiten nicht gibt, das sag ich dir. Freund Lydia, haben Sie was dagegen, wenn ich Ihr Birbel ein bisschen spazieren fahre? Na, gern, nehmen Sie es. Ja, danke. Hey, die Tante Rosa entwickelt mütterliche Gefühle. Ja, der Putzi-Putzi wirkt ja direkt als Entwicklungshelfer. Also, Thomas, manchmal da weiß ich wirklich nicht, ob wir zwei aus dem gleichen Nest stammen. Rosa, beleidige unsere Eltern nicht. Ja. Gott hab sie selig, das gell? Ist schon so. Komm es mit, Freund Lydia. Ja. Herr Schorsch, was sagst du jetzt, hä? Zu deiner Nesttante? Ich hab ein ungutes Gefühl bei der Geschichte. Nein, ich möchte nur mit der Lydia allein sein, dass sie es wieder in Zangen nehmen kann. Aber das lasse ich nicht zu. Na, geh, Schorsch, bleib da. Sitz dir ein bisschen her zu mir. Ich glaube, da ist eine Wende in Sicht. Hoffentlich kommt schneller als in der Politik. Keine Angst, die Lydia, die lässt sich schon nicht alles gefallen. Du sag mal, und zahlt er überhaupt der Herr Papa? Keine Marke, ich hab das doch gesagt. Die hat sich aus dem Staub gemacht, der Lump. Aha. Und da bist du eingesprungen, ein Staubwischer. Hast du was dagegen? Nein, Schorsch, ganz im Gegenteil, meinen Segen hab's. Danke schön, Vater. Ab heute Großvater, wenn ich bitten darf. Ja, du musst schon bis nach der Hochzeit warten. Ja. Guten Morgen, beieinander. Ja, guten Morgen, Teres. Also, ich möchte nicht stören, gell? Ja, aber es könnte euch vielleicht interessieren. Ja, wo ist denn? Ich schaue ja jeden Sonntag nach der Mess bei Postwirt vorbei, ja. Weil noch meine Schwester in der Küche aushilft. Ja, das wissen wir. Und da höre ich in der Gaststube, rein zufällig natürlich. Rein zufällig natürlich. Gewiss, sozusagen mit einem Ohrwaschel. Hm. Und da höre ich also, wie in der Gaststube der Kampichlermartel gerade über euch herzirkt. Über uns? Ganz deutlich habe ich es gehört. Eine Legitimation will er euch erteilen. Eine Lektion meinst du wahrscheinlich. Ah ja, so kann man es auch sagen. Aber das ist ja ganz wurscht. Der Hackelsippschaft, hat er gesagt, werde ich eine Legion erteilen, die wo sie einen Lebtag nicht vergessen, hat er gesagt. Was war's gesagt? Geschrien! Okay, das sind doch Stammtischsprüche, da hol ich mir überhaupt nicht hin. Der ist der Kampichler, kann uns doch kreuzen. Weil so den Chef von den Nackerten habe ich schon Bescheid gesagt über seinen Spindlermeister, das sag ich. Aber als Kreisrat könnt ihr euch schon schaden. Ach. Denk doch an die Karten, Ärger mit einer Amtsperson. Das war doch gestern, der ist. Der Kampichler schaut nicht wie der Gras Hund aus, schon eher wie die schönen Sau. Ja.
Was ist denn das? Was denn? Da blärt doch was. Also, ich hör nix. Hörst du was schon? Nein. Ach, da schreit doch was. Ah, das werden die jungen Schafe vom Fuchsbauern sein. Das ist aber nett von der Rosa, dass ein Fuchsbauern seine Schafe am Sonntag ein bisschen spazieren fahren. Gell? Und noch dazu in einem Kinderwagen. Keres, du kommst uns fort recht. Du machst uns jetzt einen richtigen Sonntagsbraun. Was du einen schönen reschen Schweinen, du weißt schon, wie man gern mögen. Ha? Jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Ich hab euch doch ein Gulasch vorgekocht, das braucht's doch nur aufwärmen. Nein, heute muss ein Schweinsbraun her. Ja, weil wir nämlich Verlobung feiern. Möchte ich die Fräulein Rosa verloben? Ha? Nein, mein Sohn Georg, wenn du nichts dagegen hast. Ja, na, dann ist das wahrscheinlich der Fräulein Lydia ihr Verlobungsgeschenk. Der Rest, du holst für dein Mundwerk, sonst weiß ich in einer halben Stunde das ganze Dorf, gell? Warum denn verheimlichen? Du, Tatsachen soll man ins Auge sehen. So. Das hat schon Friedrich der Große gesagt. Oh, deine Tante kennt wieder Leute, hä? So, Teres, und am Nachmittag, da backen wir noch einen Kuchen. Hä? Ach, was sag ich denn? Eine Torte machen wir. So, und jetzt stürzen wir uns gleich auf den Schweinsbraun mit Knödel und allem, was dazugehört. Ja. Komm, Teres. Was gehört denn da noch alles dazu? Erstens ein Bier. Und zweitens? Zweitens hinterher ein Stamperl Schnaps. Ja, und ein Salat. Nein, Salat schmeckt fad. Aha, ich merkte schon. Die Mannsbrüder wollen natürlich keinen Festtagsschmaus, sondern lieber einen Festtagsrausch. Ja? Komm, Teres. Du, ich glaub, die Wende kommt wirklich. Du, unser kleiner Igel Rosa hat keine Stachel mehr. Rosa Zeiten bei Hackels. Ja. Ja, sag einmal, Lydia, wie hast du denn das angestellt? Ja, mei, ich habe ja nur erzählt, wie das alles so gekommen ist für Florian und so weiter, gell? Und dann hat es auf einmal so viel Mitgefühl und Verständnis gesagt. Rosa! Ja, dass ich es jetzt direkt gern habt, deine Tante. Ja, ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Tät der Herr Pfarrer sagen, ich weiß jedenfalls, dass ich jetzt ein Stamperl Zwetschgenwasser brauche. Darfst du auch ein bisschen schlecken, gell? Ja, ja, aber mein Großvater, das ist unheimlich. Ich weiß nicht. Nein, ich trau dem Frieden nicht so recht. Ich glaub, irgendwo ist da noch der Wurm drin. Ah, das kommt vielleicht daher, weil du mir noch immer kein Verlobungspuzzle gegeben hast, gell? Entschuldige. Lasst euch nur nicht stören. Bin's bloß ich, der Opa. Hey, komm, langsam, Großvater, sauf dich nicht zusammen. Wir brauchen dich noch länger. Schorsch, sauf dich nicht zusammen, mein Stamperl Zwetschgenwasser. Ist doch eine Medizin für einen frisch gebackenen Großvater. Sag mal, riecht's ja da nichts? Also der Flori ist nicht. Das kann auch bloß ihr passieren. Wem? Der Rosa. Was? Der Kamillen, der sie anbrennt. Thank you.
das hätten wir. Jetzt kann das Brautpaar eintreten. Ja, was ist denn mit dem Putzi-Putzi? Mit dem Hemmert-Stutzi? Ja, wo hat er denn sein Dizi-Dizi? Da ist er. Und gleich rein mit in das Goschi-Goschi. Ja. So, jetzt machen wir den Schlaffi-Schlaffi. Und fahren wir gleich rein ins Hausi-Hausi. Ja, jetzt kommen wir. So. Das muss der Hackelhof sein. Hallo, ist da jemand daheim? Hallo. Merkst du zu uns? Ja, ich glaub schon, bin ich da recht beim Hackel. Ja, das schon. Aber heute ist niemand daheim. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, das gibt's schon. Ja, sag einmal, bist du ein Bursch mit langen Haaren oder bist du ein Mädel in der Lederhosen? Ich bin ein Mann, verstehst? Ja, ja, so kann man auch sagen. Was willst du denn eigentlich bei uns? Ja, zur Hochzeit bin ich eingeladen. In dem Aufzug? Hast du gemeint, weil es eine Bauernhochzeit ist, ha? Kannst du in einer schäbigen Lederhosen daherkommen? Nein, ich hab schon noch was anderes dabei. Wo kann ich mich da umziehen? Ja, dann gehst du halt rein, stumm. Spät bist du halt dran. Kirch wird gleich raus sein. Ja, der Depper, die Bus ist ja nicht anders gefahren. Aber das macht nichts zum Essen, wäre ich schon nicht zurechtgekommen. Wo ist denn das Hochzeitsmahl? Beim Postwirt. Ach so, das find ich dann schon. Sag einmal, bist du mit der Braut verwandt? Nein, mit der Braut nicht. Ah, dann bist du vielleicht der kleine Vetter vom Schorsch. Nein, das auch nicht. Ja, wer bist denn dann verwandt mit den Hagels? Naja, direkt, indirekt und teilweise. Jetzt war's das. Aber jetzt muss ich mich umziehen, sonst komme ich zum nächsten auch nicht spät. Und das war blöd. Ja, na, geh nur rein. Steckt da der Schlüssel in der Stunde? Zu was? Ja, zum Zusperren beim Umziehen. Ah, geh, dir schaut doch keiner zu. Ah, da bin ich anderer Meinung. Die weibliche Neugier kennt keine Grenzen. Der ist ja ganz schön kess. Aber der gefällt mir. Was ist überhaupt von dem passiert? So eine gemeine. Ja, Lydia, was ist denn passiert? Mein Mistkerl, mein Gott. Lydia! 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 Was ist denn passiert? Wo ist der? Wer Lydia? Da ins Haus. Mein Gott, na wirst du ausschauen. Siehst du, wurscht, stell mir nicht den Weg rum, ich muss zu ihr. Lydia! Was wird denn in der Kirche passiert sein? Der Winde, der Hoderl und der Winde. Aber das sag ich dir, es kommt dem Teuer zu stehen, Rosa. Das ist dem Teuer zu stehen. Komm, Thomas, jetzt schimpf nicht dauernd, sondern sitz dir erst einmal her. Dankeschön, Rosa, dankeschön. Langsam, langsam. Sitzen wir da auch noch ein bisschen mehr. So geht's schon, so. Lösses, Thomas, wie du ausschaust. Was ist denn passiert? So eine Schande, so eine Schande. Rosa, du suchst jetzt sofort die Telefonnummer raus von den Rechtsanwalt, ja, den Rosenheim, ja, gell? Ja, ist alles schön da rein noch. Ja. Geh weiter, jetzt mache ich das erste Mal einen feuchten Umschlag. Ah, es geht schon wieder, geht schon wieder. Ja, Thomas, wo hast denn das her? Das habe ich mir von einem Künstler malen lassen. Oh. Tut's weh? Nur wenn ich lach. Na, lach halt nicht. Ich lach ja eh nicht. Und der ganze Ärmel ausgerissen. Naja, also den kannst du wieder annehmen. Ja, wenn ich ihn dabei hätte, schon. Aber ihm, glaube ich, Rosa haben auch ganz schön zugerissen. Ja. Wen? Ja, wen schon? Einen gewissen Herrn Kampichler. Ihr werdet doch nicht in der Kirche schon Kraft haben. Nee, wir sind doch gläubige Menschen nach der Kirche. Ja, das war das reinste Friedensfest. Mindestens 10 Verwundete. Ja. Lustigste, wacht man nicht auf. Was ist, Vater? Brauchst du einen Doktor? Ein kleiner Schnapsbacher, aber wo ist denn die Lydia hin? Wo ist denn? Schlafst du mal, sie eingesperrt und lass mich nicht rein. Herrschaftszeit. Tante Rosa, vielleicht schaust du bitte schon einmal nachher. Aha, geil, als Samariterin, du kennst mich schon brauchen. Dankeschön, Rosa. Du machst das schon gut, gell? Sag einmal, seid ihr jetzt hier verheiratet oder muss ich die Gelanten wieder runterreißen? Dann sind wir verheiratet. Das Sakrament der Ehe hat noch in aller Festlichkeit stattgefunden. Erst danach ist losgegangen. Nein, da kann man ja wenigstens gratulieren. Nein, langsam. Ah, was hast du denn? Ja, ich hab ein Handbrett am Kammbügel in seinem Kopf. Ja, wieso denn das? Erzähl es halt, sonst platzt vor lauter Neugier. Ja, das lass dir erzählen. Wir kommen nach der Trauung aus der Kirche raus. Ja? Steht da vor uns recht breitbeinig der Kammbügel. Ja. Er und zwei Krummhaxen, die Vettern von ihm. Ja, ja. Alle drei Tente in die Hosensäcke drin und lachen und grinsen wird Holzfix. So hinterfotzig und reckert schon, dass es gleich reinhauen kannst in die Goschen. Komm jetzt nicht die Gabe der Beherrschung, hätte er es. Ich sag noch ganz ruhig und höflich zu ihm: Ja, was grinst denn so blöd, du Hirsch, du Dame? Das war sehr höflich. Hey. Du sagt er. Man wird da noch grinsen dürfen. Ja. Wenn ausgerechnet bei so einer Sippschaft, die so tut, als hätt's die Moral pacht. Wenn ausgerechnet bei solchen Pharisäern die Braut ein uneheliches Kind mit in die Ehe bringt. Sagt der. Sagt der. Ja, freilich drauf, sag ich. Immer noch ruhig und friedlich, gell?
Ja, schampfe den gar nicht, du Lump, du Grundschlechter, du Tropf, du Mistiger. Vorher leider sowas der Herrin, was sich überhaupt seinen Trick angeht. Drauf sagt er, was hat er jetzt gleich gesagt? Irgendwas von Sodom und Gomorra. Ja, von Sodom und Gomorra. Oh. Jetzt gibt's der Rose einen Stich. Ja. Sie schießt auf ihn zu und haut ihr mir Gebetbürger links und rechts um den Kopf. Fahrrad, Josef. Ja, ich sag noch zu ihr, immer noch ruhig und friedlich. Rosa, das hättest du vielleicht nicht tun sollen als Dame. An so einer Bagage vergreift man sich doch nicht. Bumm! Hab mir ein Krummhaxen der Väter bei der Gurgel und wollte mich angeragelt. Wie eine Gans nicht. Jetzt ist natürlich aufgegangen. Der George hat reingeschlagen wie ein Schmied. Bim, bim. Ein paar Freunde von ihr mag einen Schuss einer 10er, 12er beieinander gehängt vor der Kirchentür und haben sich abgewatscht, dass gerade so geschnallt hat. Bitsch, patsch. Ein Echo hat es gegeben, dass Gott erfreut war. Das wäre alles gleich vorbei gewesen. Ne? Ja, wenn nicht ein paar probiert hätten, mit aller Gewalt Frieden zu stiften. Ja, 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 und die Rose hat sehen sollen, du dies. Immer wieder dreingesprungen mit ihren Gebetbüchern als Schlagwaffe, nicht wahr? Mich hat's auch erwischt, aus Versehen da. Ist ja, du, dann? Dann? Dann sind wir alle miteinander in einem Haufen über die Kirchentreppen unterputzt. Ja, und dann? Ja, dann hätten wir natürlich wieder weitergereicht. Ja. Aber auf einmal ist die Sakristeistie aufgegangen, der Pfarrer ist rausgekommen und hat gesagt, gelobt sei Jesus Christus. Und aus los mit der ganzen Herrlichkeit. Dabei waren wir gerade so richtig warm worden. Du, eine Bombe. Stimmung haben wir gehabt. No. Und wir hätten die Kammbichlerischen schon ganz und gar untertaucht. Ja, du, was tut denn jetzt der Kammbichler? Der lässt sich sein Recht so ran nicht. Da kommt der Herr Dr. Schramm. Du Vater, vielleicht kommt der was für dich auch geben. Ach, geht, der hat ja nur Tee. Da hilft kein Tee. Du brauchst ja Augenklappen. So kann man nicht zum Hochzeitsessen. Ja, mit dem Aufzug auch nicht. Der ist ja aus wie ein Vogelscheib, ja. Nicht? Da höre ich ja Seltsames von Ihrer Hochzeitsfeier. Ja. Gehört das zum Brauchtum? Na, raufen dann eigentlich nur auf Kirchweih, gell? Fehlt Ihnen was, Herr Hackebein? Nur ein paar Lächeln im Kopf, Herr Schwammerl. Aber das hat mir jetzt schon. Köstlich, immer zu Späßen aufgelegt, unverwüstlich und rustikal. Ja, das sind wir aber. Und wie sieht's bei Ihnen aus, junger Ehemann? Ja, mir fehlt nichts. Nur meine Frau. Oh, was ist denn mit ihr? Die ist völlig aufgelöst und hat sich in ihr Zimmer eingesperrt. Ja, und weint sich die Augen aus. Ach, mein Gott, das ist heute ein Schock. Sehr richtig, meine Liebe, eine ausgezeichnete Diagnose. Ah, Diagnose, da tipp ich auf Lateinisch, Doktor. Hä? Nein, Griechisch. Herrschaftszeit, nicht mehr was anderes. Ja. Aber ich lernt schon noch. Das hätte alles gebraucht, Ben. Ah. Wenn ich die Rosa dem Kammbichler ihr Gebetbirgel 11-mal um den Kopf gehauen hätte. Aha, jetzt bin ich auf einmal schuld. Also am liebsten hätte ich das Dutzend voll gemacht. Ja, das hast du schon voll gemacht, weil beim 12. Mal hast du mich da wie bei gerade ans Auge, nicht? Aber du musst ja immer in alles einmischen, Rosa. Ich glaube, für diese Vorwürfe dürfte jetzt der denkbar ungünstigste Zeitpunkt sein. Ja. Da, jetzt weint Ihre Schwester. Ja, das sind Krokodilstränen nach der Schlacht. Na mei, jetzt hör halt auf mit der Flinerei, Rosa. Heute ist doch ein Freudentag. Ach. Ein sauberer Freudentag. Ja, ach, ihr habt ja recht. Immer bin ich an allem schuld. Immer ich. Na, jetzt ist es übergeschnappt. Es ist ja nicht nur heute, dass ich die Beherrschung verloren habe und andere ins Unglück mit reinziehe. Mein Gott, was hab ich nicht schon alles falsch gemacht in meinem Leben. Aber ich fall euch nicht mehr länger zur Last. Ich fahre nämlich ab. Was hat denn die auf einmal? Vielleicht hat's eine auf den Kopf gekriegt. Wahrscheinlich auch Gehirnerschütterung. Absolut. Aber nein, Frau Rosas Kümmernisse sind durchaus seelischer Natur. Das sieht man doch. Ja, Sie sehen das natürlich als Tochter. Ich sehe das nicht. Mein größter Fehler war, dass ich immer zu viel Rücksicht genommen habe. Aber gestern war ich beim Herrn Pfarrer und habe ihm alles gebeichtet. Mein ganzes Leben. Dein ganzes Leben? Dann muss der Pfarrer Überstunden gemacht haben. Ja. In Wirklichkeit seid nämlich ihr an allem schuld. Ihr mit eurer ganzen verdammten, verlogenen Moral. Okay, Rosa, wo haben denn wir eine Moral? Haben wir noch nie gehabt und der Verlogene schon gleich gar nicht. Also ich möchte... Ja, was lässt denn so? Sag's halt schon. Ich möchte jetzt endlich sagen, dass ich einen Besuch erwarte. Jesus, der Besuch. Der ist ja schon da. Ja, wo denn? Ja, im Haus. Grüß Gott. Ja, wer ist denn das? Der Besuch. Kein Theater für die Hochzeitsgäste. Ja, freilich. Du sag einmal, tragt man das auf einer Hochzeit da, wo du herkommst? Das glaubst. Zuerst ist er ja in seiner ältesten Lederhosen daherkommen. Na. Ja, heutzutage kommen überall alles dran. Na ja, das wissen wir schon. Sogar die bloße Haut, gell, Doktor? Sie witzbold. Ja, um Gottes Willen, da werden doch keine Nackerten zum Posten wir kommen. Ja, warum denn nicht, der ist? Kein Blödsinn. Aber jetzt möchte ich schon wissen, zu wem der Bursch gehört. Ja. Zu mir. Das ist mein Sohn Peter. Grüß dich, Mama. Grüß dich, Bub. Das gibt's doch nicht!
Moment, warte. Moment. Da habe ich mich jetzt drauf verhört, das ist dein Sohn Peter. Ja, und? Gefällt er dir? Die steht jetzt nicht zur Debatte. Sag mir, wer hat denn das gemacht? Was? Nein, ich meine, warum hast du da nie was davon erzählt? Der Herr Hackl. Jetzt hat er mich. Ja. Warum der prächtige junge Mann verheimlicht wurde? Mein Gott, weil ich ledig gehabt hab. Genau wie die Lydia ihren Flori. Und ledige Kinder sind auf dem Land keine Schande. Ganz im Gegenteil, das ist ein alter Volksbrauch. Auch in der Stadt hat sich da Gott sei Dank schon einiges geändert. Geh weiter. So, Peter. Und jetzt sag grüß Gott zu deiner neuen Verwandtschaft. Grüß Gott, Onkel. Grüß dich, Peter. Servus, Peter. Ja, grüß dich. Ich komm gleich wieder, gell? Teres, wo willst du denn hin? Ja, ich geh bloß zum Wirt und sag, dass ihr gleich kommt. Natürlich, die müssen wieder alles wissen, bevor wir da sind, nicht? Oh, kein Sterbenswettel, sag ich. Kennst du mich doch? Eben. Er beißt sich mir ja die Zunge ab. Ja, dann gibt's heute beim Wirt Zungenrakufen. Ja. In 5 Minuten warst du das ganze Dorf. Ach, das ist auch wurscht. Sie müssen schon entschuldigen, Herr Doktor, dass schon wieder Zeuge einer familiären Auseinandersetzung werden. Das tut mir leid. Du brauchst dich gar nicht entschuldigen, Thomas. Der Herr Doktor ist in alles eingeweiht. Schon seit einigen Tagen schmeichle mir, dass Ihre Schwester mich ins Vertrauen gezogen hat. Hatoscha, Herr. Ja, na, sitzen wir uns hier, Sie kennen eh schon fast zur Familie. Hatoscha, Herr Ruse. Na, hast du also zum Einweihen einen Doktor gebracht, hä? Die Konsultation galt weniger dem Arzt als dem Freund des Hauses. Brav, sag ich. Der Pfarrer weiß, der Naturfreund weiß, alle Leute wissen es. Nur der liebe Bruder Thomas erfährt sowas als Letzter, nicht? Sag einmal, wie alt ist er denn eigentlich, dein Herr Sohn? 16 bin ich. Sauber, sag ich. 16 Jahre lang hast du also deinen Sündenfall verheimlicht und die gusseiserne Jungfrau markiert. Rosa, Rosa. Mein Gott, ich bin für die ganze Familie Hackl immer das Aushängeschild gewesen. Ja, das warst du. Ja, ich war einfach moralisch überfordert. Meine Mama braucht sich gar nicht zu genieren mit mir. Ich bin nicht der Einzige in der Klasse, der ledig geboren ist und dem sein Vater Weltreisender ist. Aha. Wegen sowas hat doch eine moderne Frau in der heutigen Zeit keine Komplexe mehr. Ganz im Gegenteil, das tönt an. Englisch. Wui, wui. Ja. Herr Rippfeig, gescheit daher, der Herr Sohn. Sag einmal, lernst du auch Griechisch? Ja, leider. Leider, sagt er, das ist ein Wort. Wir zwei bleiben bei Bayerisch, das ist schöner und leichter, gell? Na, ob das leichter ist, weiß ich nicht, wie man das von null auf lernen müssen. Mein Lieber, der hat ein helles Köpferl, das sag ich dir. Da merkt man gleich, dass die Mutter eine Lehrerin ist. War der Vater auch Lehrer? Also, Thomas. Entschuldige, Rose, ich glaub, du weißt das. Das Telefon, wenn ich darauf aufmerksam machen darf. Au, wie das wird der Postwirt sein. Du sag ihm, wir ziehen uns so schnell um, wir kommen gleich. Da hat höchstens 1/4 Stunde schon, gell? Was? Telefon? Ich hab schon gehört. Wie geht's denn, Schatzi? Ach, weil ich weiß nicht, ich muss am frischen Luft. Du, mir ist nicht ganz so, als wie man sein sollte. Rosa, glaubst du, ist schon wieder was im Gang? Also, Oma, du redst vielleicht in meinen Schmarrn. Ja, wenn ihr schlecht ist. Soll ich mit dir gehen, Schnucki? Ja, sie bleiben bei ihrer Frau. Das Telefon übernehme ich. Ach, jetzt weint auch noch das Kind. Ja. Ich kümmere mich schon drum. Bleib du nur bei deinem Schorf, Lydia. Danke. Bitte. Lydia, da ist noch ein Hochzeitsgast gekommen. Peter heißt er. Du, wer glaubst, wer das ist? Jetzt wärst du aber Spitzenschwieger, Doktor. Na, grüß dich, Gott, Peter. Dich. Hast du doch hergefunden, gell? Ja, freilich. Was weiß ich jetzt mal kennzeichnen? Ja, bis jetzt nur telefonisch. Ach, und das wäre Bier verheimlicht. Mein lieber Sohn, auf diesem Hof wissen die Weiber alles. Nur wir zwei sind Deppen. Die Rosa hat mir alles anvertraut. Und da wird ihm Peter im Internat angerufen, dass er zur Hochzeit kommen soll. Sie wollte euch heute halt überraschen. Ja, die Überraschung ist ja aber gelungen. Ich sag's ja, Weiber. Ja, ja, man darf keiner trauen. Ja. Sagst du das aus Erfahrung? Nein, das ist aber, ich hab einen Shakespeare gelesen, da steht das drin. Was? Falschheit, dein Name ist Weib. Ha, Peter! Du fährst bald weit besser, du liest die richtigen Bücher. Ja, was jetzt ist denn schon wieder? Kommen. Da krieg ich in der Fall doch schon die Gnädel. Du, du warst jetzt ausnahmsweise sehr schnell zurück. Ist ja nichts gegangen. Und außerdem ist der Kammbichler her, da auf dem Weg zu euch. Der wird was denn? Was denn? Hat der noch nicht nur? Ja. Der soll noch kommen, da gibt's einen Nachschlag. Ja, ich mach mal's wieder. Aber ohne mich rennt nicht, dass ich auch eine auf dem Bett ziehe. Nein, nein, flieg doch. Geh mal. Also, Schorsch, jetzt bitte fang nicht schon wieder an. Heute an unserem Hochzeitstag. Ja, soll ich vielleicht wegen dem Kammbichler in den Hund sitzen, weil ich rühre und bloß rausbeilen? Ich will keine Rauferei mehr zu kommen. Schorsch, kannst du ruhig gehen?
Der Papa ist schon da. Ja, der Baubilder gehört der Katz. Jawohl. Du, und verstehst der Rosa vorsichtshalber sämtliche Gebetbücher. Bin's nur ich, der Kampicher, Martel. Und was willst? Bloß reden mit euch. Hm. Aber mir nicht mit dir. Peter, sitz dich hin. So, dann geh ich halt wieder. Und sag den Herrn Pfarrer, dass ich hier unerwünscht bin. Moment einmal, Herr Kampichler. Soll jetzt vielleicht heißen, dass Sie sich entschuldigen möchten? Na, nicht direkt. Ich wüsste auch nicht für was. Weil ich kann mich nämlich an gar nichts mehr erinnern. Rein an gar nichts. Seit mich der Herr Bräutigam am Kopf gepackt hat und ist mit ihm auf und ab gefahren. Wo? An der Kirchentür. Ja, das war doch wenigstens ein gesegneter Ort. Aber das weißt du schon noch. Ja, aber das ist das Letzte in meiner Erinnerung. Dann sind mir sozusagen die Sinne geschwunden. Und dass Sie mich vor alle Leute beleidigt haben, das wollen Sie auch nicht mehr wissen. Na, durchaus nicht. Aber der Herr Pfarrer meinte, es könnte nicht schaden, wenn ich trotzdem als Erster einen versöhnlichen Schritt da tat. Uns einer lernt Griechisch und der kann nicht einmal gescheit Deutsch. Tun würde, heißt das. Sehr richtig. Hey, allerdings nur, wenn das gegenseitig geschieht. Oder wenn du und dein Schorsch eine öffentliche Ehrenerklärung abgibt in der Zeitung. Warum nicht gleich im Radio? Oder war das Fernsehen lieber? Ja. Gott sei Dank machen die sowas nicht. Ja, da müssen wir schon warten, bis das Ganze kommerziell wird. Dann könnten wir uns vielleicht das Handyzeug kaufen. Ja, freilich. Da sag einmal, Kampichler, für was soll ich mich eigentlich entschuldigen? Möchtest du mir das sagen? Du nicht so scheinheilig, das weißt du ganz genau. Leider nein, ich kann mich nicht nämlich auch durchaus an gar nichts mehr erinnern. Ja, da hätte ich eine Lösung. Was für eine? Weil jeder entschuldigt sich für das, dass er sich nicht mehr erinnern kann. Gut. Und? Also gut, damit der Ruhe wird. Ich nehme alles zurück. Ja. Ja. Du musst mein Deutsch kritisieren und stöhnst wie ein Esel. Du Esel sagst nicht. Langsam, keine Esel, neuen Beleidigungen, sonst geht mir ein Tier. Also komm, gib mir uns die Hand, he? So eingeschlungen. Jawohl. Aber der Wedo, das tut mir aber leid. Also, komm, Bäckler, sind wir wieder gut? Bist aber schon wehleidig, Ich wollte da bloß in die Kirche gehen und nicht gleich erschlagen werden. Pass auf, mach deinen Vorschlag, damit du siehst, dass mir da nichts mehr nachtragen, lade ich dich offiziell zum Hochzeitsmahl ein. Oh, Moment mal, Vater, das ist meine Hochzeit, gell? Und ob ich mit dem an einem Tisch sitze. Ich schwör's jetzt hier heute endlich auf. Du sollst auch deine Feinde lieben wie dich selbst, hat der Herr Pfarrer beim Hochamt gesagt. Ja, das schon, aber dass man es deswegen zum Essen einladen muss, davon steht für nichts in der Bibel. Nicht? Nein. Wer ist denn der Bursch da? Ja, das lasst am besten von der Rosa erklären. Da möchte ich ja ungern vorgreifen. Mhm. Apropos Rosa, die muss sich bei mir natürlich extra entschuldigen. Ja, die ist an allem schuld. Du, da kommst gerade aus dem Haus, das kannst du ja selber sagen. Ja, wer traut sich denn da noch zu uns her? Der Maharaja von Zeiserin erwartet deine Entschuldigung. Mir ich soll mich bei dem Lachen entschuldigen, ja, den soll er von mir aus der Teufel holen. Zerstrichst mich mit dem heiligen Buch, dann hab mich der da an eine gesegnete Tür und dann soll ich in Töl geschickt werden. Sehr freundlich. Der Herr Kampichler hat sich gerade für seine unbedachten Äußerungen entschuldigt. So. Obwohl ich mich an gar nichts mehr erinnern kann. Komm, Tante Rosa, jetzt schließ halt auch an Frieden und gib ihm die Hand. Naja, also gut, dann streck's halt her. Dein Bratzerl. Aber sanft, bitteschön. Ja, das ist doch klar. Thomas! Ja, was Thomas! Ist denn schon wieder, Teres? Die Hochzeitsgäste warten doch aufs Essen. Wir kommen gleich. Und wisst ihr, wer jetzt kommt? Ja, wahrscheinlich die Kirche vom Postwirt und bringt jetzt einen feinen Knädel. Nein, der Herr Pfarrer persönlich. Ja, unpersönlich sei es auch nicht. Na, auf. Grüß Gott, meine Lieben. Da seid ihr ja alle beisammen. Also mit dem Kampichler haben wir uns schon wieder zusammengekraft. Deswegen hätten Sie nicht eingekommen müssen, Herr Pfarrer, gell? Deswegen bin ich auch nicht gekommen, lieber Hackl. Aha. Vielmehr sitze ich schon die ganze Zeit allein im Postwirtssaale an der Brauttafel. Und die Wirtin schaut alle Damen lang zur Tür herein, ob es nicht mit dem Servieren anfangen kann. Aber allein will ich mich ja auch nicht zum Voresser ernennen. Ja.
wenn nicht einmal das Brautpaar zugegen ist. Ja, wissen Sie, Herr Pfarrer, die Mannsleute, die müssen sich noch ein bisschen moderieren und umziehen. Ja, und vor lauter Reden und Entschuldigungen sind wir noch gar nicht dazugekommen. Ja, der Kampichler ist aus dem Versöhner gar nicht mehr rausgekommen, gell? Was, ich? Ja, freilich. Ja, dann ist ja alles gut. Dann können wir jetzt ausgesöhnt alle gemeinsam zum hochzeitlichen Mahle schreiten. Arme Beidl zu verhungern. Wer ist denn eigentlich der Bursch da? Das kann ich mir denken, wer der Bub ist. Denn die Freundin Rosa hat es mir anvertraut. Ob sie es allerdings euch auch mitteilen will, ist ihre Sache. Aber den Herrn da, den, glaube ich, kenne ich nicht. Gestatten Dr. Schramm, Mediziner für Naturheilverfahren und Vorsitzender der Sport- und Freikörperkulturgemeinschaft, zurück zur Natur e.V. Ah, Sie sind das. Lerne ich Sie auch einmal kennen. Ja, auf Ihr Gelände kann der Herr Pfarrer ja nicht gut untergehen. Nein, obwohl es mittlerweile auch Amtsbrüder geben mag, die davor nicht zurückschrecken. Sie haben meine Gemeinde ganz schön durcheinander gebracht. Moralisch, moralisch. Aber wir raufen uns schon wieder zusammen. Also, wenn ich ehrlich bin, bei den einen ist es um den Verdienst gegangen und bei den anderen um gar nichts. Ja, da kann man schon moralisch einen Würgen hochwürden, nicht? So kann man es auch betrachten. Gell? Sie, Herr Pfarrer, und wir betrachten Sie. Ich hab mir oft gedacht, ob Sie nicht bei der Predigt einmal ein Wörterl fallen lassen. Herrschaft, ist der dieser Reichwitz. Für das sonntägige Gotteshaus ist das kein Thema. Aber wenn Sie mich schon fragen, das muss man natürlich im Zusammenhang mit der vieltausendjährigen Entwicklungsgeschichte der Menschheit sehen. Irgendwann waren wir alle einmal unbegleitet. Das waren Zeiten. Vieltausend Jahre, haben Sie gesagt, Herr Pfarrer. Aber der Vortrag, meine dauert länger. Da sitzen wir uns her. He? Das ist nicht notwendig, Hackl. Ich will mich kurz fassen. Wir wollen ja zum Mahle kommen. Ja, ja, freilich. Auch in der 2000-jährigen Kirchengeschichte haben wir eo ipso. Trotz der vielen Kleidervorschriften haben wir eo ipso keinen direkten Hinweis auf ein Nacktheitsverbot. Eher Piso merkt das und sagen wir es dann, gell? Eben deswegen. Ist denn eigentlich der Bursch? Jetzt sei mal du, Staat. Allerdings, in der Heiligen Schrift gibt es eine berühmte Stelle, gleich im ersten Buch Moses, nach dem Sündenfall. Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren. Und sie haben sich geschämt. Ja, und trifft es halt nicht mehr zu. Ich meine, dass man sich da schämen müsste. Nun, durch das heilige Sakrament der Taufe sind wir von der Erbsünde befreit. Ja, aber heißt das dann, Herr Pfarrer, dass wir das sechste Gebot ganz umsonst gelernt haben? Wer ist denn eigentlich der Bursche? Aber nein, mein Sohn, das sechste Gebot haben wir nicht umsonst gelernt. Du sollst nicht Unkeuschheit treiben. Aber dabei spielt es doch keine Rolle, ob man angezogen oder ausgezogen ist. Praktischer war es aber schon. Bravo, Herr Pfarrer, bravo. Mein lieber Dr. Schramm. Mein lieber Dr. Schramm. Eine gewisse Rolle spielt in Ihrem Club natürlich auch die Ästhetik. Wie darf ich das verstehen, Hochwürden? Dass Sie auf Ihrem Gelände nicht nur einen Spengler, sondern auch einen Glaser beschäftigen sollen. Bitte? Wozu? Der Glaser soll einen großen Spiegel aufstellen, damit gewisse unproportionierte Herrschaften sich darin betrachten können und auf andere Gedanken kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Und ich verkaufe mein Steckerleis ab morgen auch bei den Nackten. So, und jetzt wollen wir alle ausgesöhnt zusammen zum hochzeitlichen Mahle schreiten. Ich habe Sie herbegleitet, Herr Pfarrer, und ich begleite Sie auch wieder hin. Und Sie brauchen keine Angst haben, Herr Pfarrer, dass das, was Sie jetzt alles so wunderschön ausgeführt haben, dass das nicht alle Leute im Dorf wirklich erfahren. Da habe ich auch keine Angst, Herr Ries. Sie sollen es erfahren. Sie sollen es wirklich erfahren. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir zum Essen kommen. Das bisschen umziehen kann ich nicht so lange dauern. Ja, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Weiß ich aber noch nicht, wer der Jüngling da ist. Der Fahrer hat gerade durchblicken lassen, dass dich da seinen Trick angeht. Nein, Trick hat er nicht gesagt. Nein, der hat für sowas natürlich gepflegtere Worte. Aber bevor es dich zerreißt, Kambichler, der junge Mann ist mein Sohn und heißen du der Bäder. Ja, mir halt, halt, das hast du schon einmal gesagt, deswegen wird's nicht feiner. Lern's wenigstens auf Griechisch. Aide paratamere, aishesu. Das lernt man aber nicht in der Schule. Nicht? Jetzt hat die auch erledigt, Kind. Ja, der ist aber gescheiter wie du. Ja, das ist ja nicht schwer, weil der Kampfbügel ist doch ein anerkannter Narr. Ja, geht's jetzt schon wieder ans. Ruhe. Jetzt kein Wort mehr drüber. Im Übrigen ist mir das auch völlig wurscht, was die Zeiseringer denken und reden. Ja, mein Abschied steht nämlich bevor. Nein, ja. Rosa, griechischer Wein. Die Schwester geht und lässt den Bruder allein. Mein Gott. Rosa, du willst uns schon wieder mal verlassen. Ja.
Der Herr Dr. Schramm hat mir ein sehr interessantes Angebot gemacht. Er braucht nämlich eine qualifizierte Mitarbeiterin. Ja, und in meiner Freizeit... Da hilfst du ihm Bazillen abstauben. Sowohl für meine wissenschaftlichen Arbeiten, als auch für die umfangreiche Verwaltung und Korrespondenz unseres Clubs wird Rosa für mich tätig sein. Ja, aber nun lass das bitte. Oh, entschuldige, meine Liebe. Ihr seid schon partout. Ja, Tante Rosa, darf er vielleicht gratulieren? Ja, vielleicht. Ich sag's ja, Kamillentee mit Melisse und eine Fingerspitze Pfefferminz. Wirkt Wunder. Ja. Ja. Aber du kommst schon wieder ab und zu nach Zeiserich. Ja, aber freilich. Gell, Rudi? Ja, auf jeden Fall im Sommer. Es lächelt der See, er ladet zum Bade. Schiller. Ja, mit dem hat alles angefangen. Jetzt muss ich schon sautum fromm. Das haben wir von dir gewohnt. Na, wärst du am Ende auch noch Mitglied bei den Nackerten? Psst. Ey, machen wir nur keine falschen Hemmungen. Unser Professor Haslinger, der ist auch bei der FKK. Und das ist ein Pfundskerl. Und was am Herrn Pfarrer seine Ästhetik betrifft, das kostet du noch alle Tage lang. Na also, wenn's mein Sohn sogar meint, dann könnte ich mir's ja wirklich überlegen. Aber du, Peter, bleibst die ganzen Ferien beim lieben Onkel Thomas auf dem Bauernhof. Weil bei dir wäre ich noch zum Fremdsprachenexperten für das. Liebes, dein Interesse für unsere Sache macht mich überaus glücklich. Rosa, da fällt mir ja gerade was ein. Du könntest ja von Kampichler ein Feigenblatt machen lassen, aus Blech. Soll das ein Witz sein? Nein, aber eine blendende Idee. Besser ein Feigenblatt vorm Bauch, als ein Bredel vorm Hirn. Rüppel. Der Herr Dr. Schramm ist ein ganz liebenswerter, reizender Mensch. Okay, jetzt darf er mal. Gehst du was noch ein Sauber? Also, jetzt schieb mir doch nicht immer dieses ordinäre Wort unter. Was ist denn jetzt eigentlich? Ist es ein Bub oder ist es ein Mädel? Ein Bub. Ein Bub. Und die Mutter braucht man wohl nicht weit suchen. Nein. Ha? Nein? Und wer ist der Vater? Ein Lump, der sich aus dem Staub gemacht hat. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich Ihnen nicht schon gestern reinen Wein eingeschenkt habe. Doch, Freund Lydia, das nehme ich Ihnen sogar sehr übel. Ein Putzi Putzi heißt er. Was? Florian heißt der Putzi. Ja, ich meine, gestern war wirklich nicht der richtige Augenblick nach dem ganzen Ramasuri.
Ja, und schließlich ist es meine Sache, weil ich die Lydia heirate. Trotzdem Kind. Ja, richtig. Du sag einmal, du hast dir selber keinen Stammhalt dazu. Ja, dann wird schon noch schauen, was wir zwei jetzt auf vier stehen, gell, Lydia? Da bin ich gespannt. Aber ich verlange jetzt von dir sofort, dass du den Putzi Flori adoptierst, gell? Ja klar, ich muss sofort sein Vater sein, logisch. Ja, ich bin ein Adoptivgroßvater, wie es keinen zweiten nicht gibt, das sag ich dir. Freund Lydia, haben Sie was dagegen, wenn ich ihr Birbel ein bisschen spazieren fahre? Na gern, nehmen Sie es. Ja, danke. Hey, die Tante Rosa entwickelt mütterliche Gefühle. Ja, der Putzi-Putzi wirkt ja direkt als Entwicklungshelfer. Also Thomas, manchmal da weiß ich wirklich nicht, ob wir zwei aus dem gleichen Nest stammen. Rosa, beleidige unsere Eltern nicht. Ja. Gott hab sie selig, gell? Das ist schon so. Komm es mit, Freund Lydia. Ja. Herr Schorsch, was sagst du jetzt, hä? Zu deiner Nesttante? Ich hab ein ungutes Gefühl bei der Geschichte. Nein, ich möchte nur mit der Lydia allein sein, dass sie es wieder in Zange nehmen kann. Aber das lass ich nicht zu. Nein, geh, Schorsch, bleib da. Sitzt ein bisschen her zu mir. Ich glaube, da ist eine Wende in Sicht. Ja, hoffentlich kommt schneller als in der Politik. Keine Angst, die Lydia, die lässt sich schon nicht alles gefallen. Du sag mal, zahlt er überhaupt der Herr Papa? Keine Marke, ich hab das doch gesagt. Die hat sich aus dem Staub gemacht, der Lump. Aha. Und da bist du eingesprungen, ein Staubwischer. Hast du was dagegen? Nein, Schorsch, ganz im Gegenteil, meinen Segen hab's. Danke, Schi Vater. Ab heute Großvater, wenn ich bitten darf. Ja, du musst schon bis nach der Hochzeit warten. Ja. Guten Morgen, beieinander. Ja, guten Morgen, Teres. Also, ich möchte nicht stören, gell? Ja, aber es könnte euch vielleicht interessieren. Ja, wo ist denn? Ich schaue ja jeden Sonntag nach der Mess bei Postwirt vorbei, ja. Weil noch meine Schwester in der Küche aushilft. Ja, das wissen wir. Und daher in der Gaststube, rein zufällig natürlich. Rein zufällig natürlich. Gewiss, sozusagen mit einem Ohrwaschel. Hm. Und daher also, wie in der Gaststube der Kampichlermartel gerade über euch herzirkt. Über uns? Ganz deutlich habe ich es gehört. Eine Legitimation will er euch erteilen. Eine Lektion meinst du wahrscheinlich? Ah ja, so kann man es auch sagen. Aber das ist ja ganz wurscht. Der Hackelsippschaft, hat er gesagt, werde ich eine Legion erteilen, die wo sie einen Lebtag nicht vergessen, hat er gesagt. Was war's gesagt? Geschrien! Okay, das sind doch Stammtischsprüche, da hol ich mir überhaupt nicht hin. Der ist der Kampichler kann. Ich weiß ja alles besser nicht. Und da weiß ja die früher nicht gewesen, lieber Madel, so Zäpferl nicht. Und gescheit, gescheit war die Doktor, sag einer. Deswegen ist er von unseren Eltern auf die höhere Schule geschickt worden, nicht zum Studium. Ja, also eine gescheite Person, das ist sie auf jeden Fall. Und drum bleibt sie lieber ledig, sagt sie immer. Aber ich glaube das nicht. Und was glauben Sie? Ja, ich glaube immer, die war ein bisschen zu heikel, mein, bis der einer recht macht, aber sie waren da. Ja. Statten Dr. Schramm, Vorsitzender der Sport- und Freikörperkulturgemeinschaft, zurück zur Natur e.V. Grüß Gott, Herr Doktor. Zurück zur Natur. Was ist das? Also, wir halten es für einen Kinderwagen. Ja, da liegt ja wirklich ein Kind drin. Ja, freilich. Was hast du geglaubt? Wir transportieren ein Videogerät im Kinderwagen. Von wem ist das Kind? Ja, was, das wollte der gestern schon sagen, aber es ist vielleicht besser unter vier Augen. Ja, dann sollte ich vielleicht doch am besten. Oh, was haben Sie denn? Ist Ihnen nicht gut? Nein, das sind nur vorübergehende Geburtswehen. Ich glaube, ich bin gerade Großvater geworden. Mei, bitteschön, nicht böse sein, aber der Schorsch hat mir fest versprochen, dass er euch schonend aufklären wird. Dankeschön, ich bin schon aufgeklärt, Lydia. Allerdings ohne Schonung. Ja, was ist denn mit unserem Putzi-Putzi? Was lacht er denn so, der kleine Putzi-Putzi-Leiner? Schau mal, das ist der Opa. Wie heißt der Putzi-Putzi? Florian. Florian, ja, das gefällt mir schon ein bisschen. Okay, jetzt blärt er. Aber der Gute stimmt, ich werde mal singen. Aber wenn du also besser schaust, na was ist denn, Poli, nicht weinen. Ist doch bloß der Opa. Ja, der bloß der Opa. Ja, sag sie mal, wie alt ist er denn, der Putzi-Putzi? Ja? 7 Monate. Was? Der ist aber gut benannt für 7 Monate. Das kommt mir lieber. Moment. Ich bin jetzt im Rechner genauso blöd, als wie in die Sprachen. Ihr kennt euch erst seit 14 Tagen. Ja, das ist gleich erklärt, wie das möglich ist. Ja, nun muss ich aber wirklich, ich habe da wohl einen sehr ungünstigen Zeitpunkt für meinen Besuch gewählt. Nein, Herr Doktor, bleiben Sie da. Tante Rosa, könnte sein, dass wir Sie vielleicht noch brauchen. Tante Rosa! Wie meinen Sie das? Na, vielleicht fällt die Rosa gleich in Ohnmacht. Haben Sie vielleicht Baldrian dabei zufällig? So, der Kamillentee kommt gleich. Sagt mal, warum wird denn bei uns immer so geschrien, wenn man... Ja, was ist denn das? Geht das, Schatz? Ja, aber schnell, bitte schnell die Tasten. Mein ewig Schatz drum.
mein Kind! Mich trifft der Schlag. Das macht nichts, wir haben eigens einen Doktor da. Ich weiß nicht, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, dann will ich ja gerne. Andererseits hätte ich noch eine Verabredung. Mein Kampfbecher, hä? Also, auf mich müssen Sie keine Rücksicht nehmen. Herr Doktor, in dem Haus, da braucht man starke Nerven. Und die habe ich ja, Gott sei Dank. Aber, Herr Doktor... Schon wieder. Ja, ja, meine Schwester, wie soll ich Ihnen das sagen? Die hat halt ihre Mucken nicht. Ihre Mücken. Wie die meisten ledigen Weiber halt, nicht? Sind Sie verheiratet, Herr Doktor? Nein, nein. Sind Sie froh? Sind Sie froh. Aber was ich Sie fragen wollte, weil meine Schwester Rosa gerade nicht da ist. Sie haben da vorhin bei Ihrer Einladung in Ihr FKK-Gelände, da haben Sie gesagt, dass Sie gegen einzelne Herren sehr vorsichtig sind, weil Sie wollen keine Dings, keine Voyeure. Was bedeutet das? Wie? Ach so, Sie meinen Voyeure, ja. Ah, ja. Voyeure. Ja. Nun, im heutigen Jargon würde man vielleicht sagen Lura. Lura? Ah, jetzt. Und Jargon, was heißt das wieder? Damit meint man eine etwas verschluderte Alltagssprache. Danke, danke für die Auskunft. Wissen Sie, ich bilde mich seit neuestem in Sprachen, weil sonst kommst du ja heutzutage überhaupt nicht mehr mit, nicht? Und jetzt möchte ich Sie noch fragen, zu was für einer Sprache gehören jetzt die beiden Wörter Voyeure? Und Jargon? Griechisch? Lateinisch? Ha? Französisch, beide. Ja, verrückt. Und ich hab meinen Buben auf die Landwirtschaft geschickt, statt in ein Dolmetscherinstitut, das sowas. Nun, mit den Agrarkünsten ist ihm aber doch sicher mehr gedient. Na ja, da haben Sie auch wieder recht. Wissen Sie was, Doktor? Sie sind ein gewandter Mann. Und deshalb traue ich mich jetzt auf eine ganz heikle Frage zu kommen. Passen Sie mal auf. Könnten Sie dem Kampichler nicht beibringen, ich meine, er kann Ihnen ja nichts aufschlagen, schließlich hat er genügend verdient mit den Installationen auf Ihrem Gelände. Könnten Sie dem nicht beibringen, dass meine Schwester, also ich meine, dass das, was sie über ihn gesagt hat, dass das gar nicht so scharf gemeint hat, bloß so mehr Spaß, könnten Sie ihm das nicht sagen, ne? Nein, das muss ich ihm schon selber sagen. Das muss sie ihm selber sagen. Ja, das wird sie aber nicht tun, weil er beißt sie sich die Zunge ab, hat sie zu mir gesagt. Nun, sie hat eben auch ihre Prinzipien. Ja, die hat's. Und schon wieder. Spinner tut's. Und immer alles besser wissen. Ihre Schwester ist Lehrerin, habe ich gehört. Ja, deswegen weiß sie alles besser, nicht? Und da weiß ja die früher nett gewesen, lieber Madel, so zäpfern nicht. Und gescheit. Gescheit war die, Doktor, sagen einer. Deswegen ist sie von unseren Eltern auf die höhere Schule geschickt worden, nicht zum Studium. Ja, also eine gescheite Person, das ist sie auf jeden Fall. Und drum bleibt sie lieber ledig, sagt sie immer. Aber ich glaube das nicht. Und was glauben Sie? Ja, ich glaube immer, die war ein bisschen zu heikel, mein, bis der einer recht macht, aber sie waren da. Mein, so, da. Statten Dr. Schramm, Vorsitzender der Sport- und Freikörperkulturgemeinschaft, zurück zur Natur e.V. Grüß Gott, Herr Doktor. Zurück zur Natur. Was ist das? Also, wir halten es für einen Kinderwagen. Ja, du legst dich. Hacke! Oh, pardon, natürlich. Kleine Verwechslung. Aha. Also, Vater, vierte. Ach, der Herr Sohn? Ja, mir pressiert's. Oh, bitte, es wäre mir lieb, wenn Sie mir beide einen Moment zuhören könnten. Entschuldigen Sie die Störung der sonntäglichen Ruhe, ja, aber der Anlass erscheint mir wichtig. Was denn für ein Anlass? Ich denke, wir gehen gleich in Medias Res. Res? Na, die ist halt nicht da. Ja, also zur Sache. Es handelt sich um gewisse Äußerungen Ihrerseits, die mir von Herrn Kammhuber... Kammbichler? Ja? Was denn? Was denn? Den Saukopf kennen Sie? Ja, natürlich. Er hat doch für uns gearbeitet. Tja, und diese Äußerungen nun erfüllen zweifellos den Tatbestand der üblen Nachrede. Sind Sie vielleicht dem Kammbichler sein Rechtsanwalt? Nein, ich bin Mediziner, Naturheilverfahren. Aber jetzt bin ich hier in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Sport- und Freikörperkulturgemeinschaft zurück zur Natur e.V. Ah, drum geht die Natur überall zurück. Nein, reden Sie noch weiter. Ja, also dieser Kamm... Bichler. Ja, Bichler, also dieser Bichler... Sagen Sie mal, wer kommt denn der Hodelump überhaupt dazu, dass Herr Songo, dass mir von, wie haben Sie gesagt, Tatbestand... Der üblen Nachrede, ja. Und außerdem sollen Sie ihn des Hofes verwiesen haben, und zwar unter Androhung von Gewalt. Gewalt, keine Spur von Androhung, rausgeschmissen habe ich nicht. War vielleicht komisch.
Bitte? Was ist da komisch? Jetzt passen Sie mal auf, Herr Doktor. Mhm. Dieser sogenannte Spengler-Meister hat nämlich uns beleidigt. Und hätte mit uns Raffermeng. Und das ist Hausfriedensbruch. Ja, der kann froh sein, dass er mit dem Schrecken davongekommen ist. Ja, ja, aber dieser Dingsbichler schildert glaubhaft... Kamm. Kamm? Ja. Ein Kamm? Nein, nein, nein. Bichler, Bichler. Ach ja, Entschuldigung, mach's ja zu, du mir. Ja, also dieser, also er berichtet mir glaubhaft, dass Sie alle Mitglieder unseres Vereins pauschal abqualifiziert haben. Abquali was? Sie, wenn's mal mit Griechisch kommen, muss ich meine Schwester holen, die kann's. Tut mir leid. Ah, beleidigt, meint er. Also. Aber da ist uns nichts bekannt, oder Vater? Nein, durchaus nicht. Ja, überhaupt hat der Kampichler Zeugen. Keine Ahnung. Aha, da haben wir schon, aber wir haben Zeugen. Zum Beispiel die Braut von meinem Herrn Sohn. Jetzt ist der Omnibus 6, die Eisenbahn. Ich bin gleich wieder zurück. Ja. Wenn Sie noch da sind, werden wir auch unser Zeugen kennen. Wiederschauen. Ja. Ja, jetzt kommen wir noch ein bisschen weiter. Schauen Sie noch mal meinen Hof an. Wie schön da alles beieinander steht, nicht? Und das schon seit alters her. Ja, wissen Sie, wir leben hier in Ruhe und in Frieden. Ein bisschen abseits von Dorf und einem Menschen beleidigen wollen wir durchaus nicht. Setzen wir uns ein bisschen her. Ja, danke. Bitte. Und? Hier steht er da, mein Hof, ha? Ja, ja. Tja, also mein lieber Herr... Hackel, ist eigentlich nicht schwer zu merken, gell? Ja, natürlich, man braucht ja nur an beide zu denken. Ja, denken dürfen wir schon an beide, aber sagen dürfen sie es nicht. Sonst wäre es ja wieder falsch, nicht? Ja, ja. Freilich. Ja, freilich, das ist ja gerade der Witz an der Mnemotechnik. Okay. Erledigt's Kind raus und geht zum Trauertag. Das kann nicht gut gehen, denn sie kommt aus der Stadt. Jetzt kann das Brautpaar eintreten. Ja, was ist denn mit dem Putzi-Putzi? Mit dem Himmelstutzi? Ja, wo hat er denn sein Dizi-Dizi? Da ist er. Und gleich rein mit in das Goschi-Goschi. Ja. So, jetzt machen wir ein Schlaffi-Schlaffi. Und fahren wir gleich rein ins Hausi-Hausi. Ja, jetzt kommen wir. So. Mhm. Das muss der Hackelhof sein. Hallo, ist da jemand daheim? Hallo. Merkst du zu uns? Ja, ich glaube schon, bin ich da recht beim Hackel. Ja, das schon. Aber heute ist niemand daheim. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, das gibt's schon. Ja, sag einmal, bist du ein Bursch mit langen Haaren oder bist du ein Mädel in der Lederhosen? Ich bin ein Mann, verstehst? Ja, ja, so kann man auch sagen. Was willst du denn eigentlich bei uns? Ja, zur Hochzeit bin ich eingeladen. In dem Aufzug? Hast du gemeint, weil es eine Bauernhochzeit ist? Ha? Kannst du in einer schäbigen Lederhose daherkommen? Nein, ich hab schon noch was anderes dabei. Wo kann ich mich da umziehen? Ja, dann gehst du halt rein, stumm. Spät bist du halt dran. Kirch wird gleich raus sein. Ja, der Depper, die Bus ist ja nicht anders gefahren. Aber das macht nichts zum Essen, wäre ich schon nicht zurechtgekommen. Wo ist denn das Hochzeitsmahl? Beim Postwirt. Ach so, ja, das find ich dann schon. Sag einmal, bist du mit der Braut verwandt? Nein, mit der Braut nicht. Ah, dann bist du vielleicht der kleine Vetter vom Schorsch. Nein, die ist auch nicht. Ja, wer bist denn dann verwandt mit den Hackels? Naja, direkt, indirekt und teilweise. Jetzt war's das. Aber jetzt muss ich mich umziehen, sonst komme ich zum nächsten auch nicht spät. Und das war blöd. Ja, na, geh nur rein. Steckt da der Schlüssel in der Stunde? Zu was? Ja, zum Zusperren beim Umziehen. Ah, okay, geh, dir schaut doch keiner zu. Ah, da bin ich anderer Meinung. Die weibliche Neugier kennt keine Grenzen. Der ist ja ganz schön kess. Aber der gefällt mir. Was ist überhaupt von dem passiert? So eine gemeine. Ja, Lydia, was ist denn passiert? Mein Mistkerl, mein Gott. Lydia! 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 Was ist denn passiert? Wo ist der? Wer Lydia? Da ins Haus. Mein Gott, na wirst du ausschauen. Siehst du, wurscht, steh mir nicht den Weg rum, ich muss zu ihr. Lydia! Was wird denn in der Kirche passiert sein? Der Windige, der Hohler und der Windige. Aber die Sorge, das kommt dem Teuer zu stehen, Rosa. Das sind dem Teuer zu stehen. Komm, Thomas, jetzt schimpf nicht dauernd, sondern sitz dir erst einmal her. Dankeschön, Rosa, dankeschön. Ah, langsam, langsam. Und schon langsam, ich weiß. Du sagst jetzt sofort zu der Teres, dass das nicht im Ernst gemeint hat. Das war bloß ein Spaß von dir, das sagst du. Nein, ich denke überhaupt nicht dran. Was? Ich habe ja hier nichts mehr zu sagen. In meinem Elternhaus. Okay. Ärger über Ärger. Ja, ja, die Karten lügen nicht. Du, ist nicht eine Lehrerin auch eine weibliche Amtsperson? Hä? Für mich nicht. Ich gehe nicht in derer Klasse. Rosa, ich bin kein Schulbub, gell? Ja.
Aber benehmen tust dich schon wie ein Erstklässler. Ein bisschen eine Erziehung könnt dir überhaupt nichts schauen. Aber du brauchst keine Lehrerin, du bräuchtest eine Kindergärtnerin. So, jetzt magst du aber aufhören, gell? Vierte Gott, Thomas. Ja, vierte Gott, Teres. Du, geh her, Mund, du kommst natürlich wieder. Ist doch ganz klar, nicht? Aber nur, wenn sich deine Schwester vorher bei mir entschuldigt, gell? Na ja, das mach ich schon wieder nicht. Der Herr im Haus bin schließlich immer noch ich. Ach, geh, seit wann? Was soll denn das wieder heißen? Das könntest du nämlich frühestens ab morgen sein. Ach. Du, da ist ein Auto gekommen. Ob das der Schorsch ist? Nein, der kann noch nicht zurück sein von Rosenheim. Du, vielleicht hat er was Passendes gefunden. Ja. Freilich, er hat's ja schon dabei. Was, ein neues Auto? Du, ein ganz neues Modell. Okay. Aber von einem Typ, den es schon ewig gibt. Aber auf vier Radeln läuft's fein nicht. Na, vier Radeln läuft die ehrlich nicht. Der hat ja ein Weib dabei. Ja, hast du gemeint, der bringt dir eine Kaiwi mit. Grüß euch, Oberamt. Grüß Gott. Ja, so viel. Vater, da bringe ich mich mit, das Fräulein Lydia Baumann, eine gute Bekannte von mir. Eine gute Bekannte? Ach, das schau her, so ist es recht. Ja, Gott, der Schorsch hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Hoffentlich was Gescheites. Ja, nur das andere habe ich weggelassen. Der ganze Charakterfigur, die lernst du früher genug kennen. Charakterfigur, sagt er, das soll der Spaß sein, wissen Sie. Den Humor hat er von mir. Und das ist unsere Nachbarin, die Teres. Die hilft uns im Haushalt, seit die Mutter nicht mehr lebt. Ich hab schon viel Nettes über sie gehört. So, das hört man gern. Aber selten. Ja, jetzt wären wir alle beieinander. Bis auf die Tante Rosa. Ist sie im Haus? Nein. Rosa! Rosa! Ja, was gibt's denn? Dein Typ wird verlangt. Aha, und? Tante Rosa. Ah, ein Besuch ist da. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Wie ich es gesagt hab, die überrascht mich über den grünen Weg. Ja, der Großunter hat aber anders ausgeschaut. So, Lydia, das wär's die ganze Hackelmannschaft. Das ist die Schwester vom Vater. Der wissenschaftliche Stolz von der ganzen Familie. Rosa Hackel. Entschuldigen Sie, dass ich einfach da so hereinplatz. Aber der Schorsch hat gemeint, Sie darf mich schon nicht beißen. Nein, ich bin nicht der Hofhund. So? Ja, weil es halt ein bisschen Schiss gehabt hat vor euch. Ja, du sag mal, warum hast du uns eigentlich nie was erzählt von ihr? Ach, weißt du, so ein Thema muss man im richtigen Moment auf die Tagesordnung setzen. Ja, das ist wie in der Politik. Aha. Ja, Thomas, und? Möchtest du deinem Gast nicht wenigstens einen Platz anbieten? Hä? Ach so, ja, Freude, hat's euch zu mir da. Na, also, kennt ihr euch? Kennen Sie es? Dich, der Busch! Jetzt sei mal du, Staat. Allerdings, in der Heiligen Schrift gibt es eine berühmte Stelle, gleich im ersten Buch Moses, nach dem Sündenfall. Adam und Eva erkannten, dass sie nackt waren. Und sie haben sich geschämt. Ja, und trifft es halt nicht mehr zu. Ich meine, dass man sich da schämen müsst. Nun, durch das heilige Sakrament der Taufe sind wir von der Erbsünde befreit. Ja, heißt das dann, Herr Pfarrer, dass wir das sechste Gebot ganz umsunst gelernt haben? Wer ist denn eigentlich der Bursche? Aber nein, mein Sohn, das sechste Gebot haben wir nicht umsonst gelernt. Du sollst nicht Unkeuschheit treiben. Aber dabei spielt es doch keine Rolle, ob man angezogen oder ausgezogen ist. Praktischer war es aber schon. Bravo, Herr Pfarrer, bravo. Mein lieber Dr. Schramm. Mein lieber Dr. Schramm, eine gewisse Rolle spielt in Ihrem Club natürlich auch die Ästhetik. Wie darf ich das verstehen, Hochwürden? Dass Sie auf Ihrem Gelände nicht nur einen Spengler, sondern auch einen Glaser beschäftigen sollen. Bitte, wozu? Der Glaser soll einen großen Spiegel aufstellen, damit gewisse unproportionierte Herrschaften sich darin betrachten können und auf andere Gedanken kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Und ich verkaufe mein Steckerleis ab morgen auch bei den Nackten. So, und jetzt wollen wir alle ausgesöhnt zusammen zum hochzeitlichen Mahle schreiten. Ich habe Sie herbegleitet, Herr Pfarrer, und ich begleite Sie auch wieder hin. Und Sie brauchen keine Angst haben, Herr Pfarrer, dass das, was Sie jetzt alles so wunderschön ausgeführt haben, dass das nicht alle Leute im Dorf wirklich erfahren. Da habe ich auch keine Angst, Therese. Ja. Sie sollen es erfahren. Sie sollen es wirklich erfahren. Ja. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir zum Essen kommen. Das bisschen umziehen kann ich nicht so lange dauern. Ja, wir haben's gleich. Weiß ich aber noch nicht, wer der Jüngling da ist. Der Fahrer hat gerade durchblicken lassen, dass dich da seinen Trick angeht. Nein, Trick hat er nicht gesagt. Nein, der hat für sowas natürlich gepflegtere Worte. Aber bevor es dich zerreißt, Kambichler, der junge Mann ist mein Sohn und heißen tut er Bäder. Ja, mir nix. Halt, das hast du schon einmal gesagt. Deswegen wird's nicht feiner. Lern's wenigstens auf Griechisch. Aide paratamere, aichesu. Das lernt man aber nicht in der Schule. Nicht? Jetzt hat die auch ein lediges Kind. Ja, der ist aber gescheiter wie du.
Ja, das ist ja nicht schwer, weil der Kampfbügel ist doch ein anerkannter Narr. Ja, geht's jetzt schon wieder ums? Ruhe. Jetzt kein Wort mehr drüber. Im Übrigen ist mir das auch völlig wurscht, was die Zeiseringer denken und reden. Ja, mein Abschied steht nämlich bevor. Nein! Ja. Rosa, griechischer Wein, die Schwester geht und lässt den Bruder allein. Mein Gott. Rosa, du bist uns schon wieder mal verlassen. Ja, der Herr Dr. Schramm hat mir ein sehr interessantes Angebot gemacht. Er braucht nämlich eine qualifizierte Mitarbeiterin. Ja, das ist ja so ein blödes Sprichwort. Wo soll denn eine Faust hinter die Ohren kommen? Lies lieber aus die Karten, das ist unterhaltsamer. Thomas, da schaut schlecht aus. Was? Da liegen ja lauter Verdrusskarten. Ärger über Ärger. Du weißt was, nächstes Mal lass deine Spielkarten daheim und lest mir die Speiskarten vom Postwirt vor. Da hab ich mehr erfreut. So, da schau her, im zweiten Haus liegt auch nur Ärger. Du, und zwar mit einer Amtsperson. Amtsperson? Das sind die in Brüssel. Ja, die wollen der Landwirtschaft oder die Subventionen kürzen, ist ja logisch. Was wir einen bayerischen Agrarminister haben, möchte ich wissen. Mhm. Na ja, aus Bayern, da waren halt immer nur die Finanzminister einsame Spitze, nicht? Denkst jetzt du da an Strauß? Auch, auch, aber hauptsächlich an Schäfer. Ah, das ist schon lang her. Mei, da war ja ich noch ganz jung. Ja, ich auch, Teres, ich auch. Aber Geld haben wir damals noch gehabt, einen sogenannten Juliusturm. Na ja, jetzt hör doch mit der Politisiererei auf. Schau, das hat doch mit unseren Karten überhaupt nichts zu tun. Weißt du, das ist doch alles persönlich. Persönlich, sagst du? Ja. Ja, was soll mir da eine Amtsperson? Weg, pass auf. Ja, freilich. Ja. Die ist weiblichen Geschlechts. Eine weibliche Amtsperson? Ja. Du, da kenne ich weit und breit keine. Also, du meinst unser Pfarrerskirchen? Ja, das ist doch keine Amtsperson. Sie glaubt's aber schon. Ah. Oh, Thomas, da schau her. Was ist jetzt? Der Gras unterliegt direkt daneben. Ja, und? Oh, das bedeutet Ärger. Und zwar mit einer nahen Verwandten. Mit einer nahen Verwandten? Ja. Das kann sich nur um meine Schwester Rosa handeln. Natürlich, Fräulein Lehrerin. Mit der kriege ich mich alle Tage in die Haare, gell? Ja. Mei, sie hat halt ein bisschen mehr erwischt von der Bildung wie du. Soll das vielleicht heißen, dass ich ein gescheiter Rammi bin? Das hast jetzt du gesagt, nicht ich. Ja, mei, schau, die Rosa, die hat halt das Heimatrecht auf dem Hof, auf Lebzeiten, so ist es ausgemacht, nicht? Und als Lehrerin hat sie ja sowieso das halbe Jahr Ferien und da fährt sie halt aufs Land und segiert ihren lieben Bruder Thomas. Die Hähne, die studiert die. Du, das haben Rosenheimer Schüler in ihrer Schülerzeitung vor einmal nachgerechnet, wie viel Ferien ein Lehrer im Jahr hat, ja, ja. Wenn man die ganzen Ferien zusammenzahlt, die Wochenenden und die Feiertage und so weiter. Und wie viel haben sie dann rausgebracht? Mehr wie 365 Tage im Jahr. Was sag ich da? Ich hab den falschen Beruf. Du lässt dir auch alles gefallen von dir. Du, da ist dein Schorsch ganz anders. Der gibt dir richtig raus. Ja, mein Schorsch, der ist halt noch nicht so abgenützt von der Weiblichkeit, nicht? Mein Thomas, was da ist jetzt? Schau her. Herz Dami und Herz Burlin ganz eng beieinander. Thomas, da steht die Liebe ins Haus. Mit dem Schorsch? Meinst du, er hat eine? Ah, nix Schorsch. Sind doch deine Karten und nicht deinem Sohn die seinigen. Ja, mir wäre aber lieber Erbrecht, eine Bäuerin auf dem Hof. Aber da rührt sich scheint's gar nichts, gell? Was fragst du denn da mich? Fragen doch selber. Mei, du, wenn man heute einen jungen Menschen was fragt, was persönlich ist. Ja. Tante, jedenfalls war das so der Sinn. Ja? Na ja, ich hab nur gesagt, dass du ein konservativer Mensch bist. Ist das eine Beleidigung, Schorsch? Ah, dann ist griechisch. Und dass du heute wegen dem Tempo ein bisschen besorgt bist. Die Larifari, lauter Wortklaberei. Was hättest denn der Lydia eingeflüstert mit dem depperten Schiller? Also mit einem Menschen, der einen deutschen Dichter als deppert bezeichnet, da diskutiere ich doch überhaupt nicht mehr. Es ist doch egal, wer was gesagt hat. Im Grund bin ja doch ich die Ursache für den ganzen Familienstreit. Du Schorsch, ich möchte jetzt heim. Brauchst du mich nicht fahren, ich nehme einen Omnibus. War ein Oschener. Lieber packe ich meine sieben Zwetschgen zusammen und fahre mit dir. Was sagst du da? Ich sag, dass ich lieber zur Lydia nach Rosenheim ziehe. Und wirst schon irgendwo Arbeit finden. Ja, sag einmal, hat den Dichter Blitz gestraft? Möchtest du auf deinen Hof verzichten, hä? Mein Hof? Wann lässt man den übergeben? Ja, Herrschaftszeiten, Schorsch, ich bin doch kein Greis. Ich werde ihn schon noch vermachen. Vermachen lieber deiner Schwester. Was? Ich soll da eine Privatschüre machen für Moralisten oder sonstige Spinner. Da kannst du dann bei ihr Griechisch lernen. Zeit hast du dann. Komm, Lydia. Ja, Himmel, Herrschaftszeiten, Greiz, Birnbaum und Holerstadt. Du, was willst du denn der Rot, wo überhaupt sein, der Lindige? Ich bin so aufregend, Thomas. Denk an deine Nerven. Ich hab keine Nerven mehr. Die hast bei du schon alle getötet. Ja. Begreif doch einmal, Rosa. Nicht, Schorsch.
Gräfin, du dich nicht, der Schorsch möchte weg vom Hof. Nein, der meint es nicht so, der möchte bloß vor seiner Lydia angeben. Ach. Das ist ein typisches Imponiergehabe. Weißt du, das macht ja jeder Gockel so. Mein Sohn ist kein Gockel. Eigentlich hat man das bei die Graugens studiert. Bei die Graugens? Ja. Dann musst du es ja du so machen. Na. Aber ich weiß ganz was anderes, was du jetzt machst. Du gehst sofort nach zum Schorsch und entschuldigst dich, verstanden? Ich denke überhaupt nicht dran. Eher verlasse ich dieses Haus, nix nauf. Und wenn es sein muss, noch heute. Gestern geht's leider nimmer. Grüß Gott, Benot. Ja! Grüß dich, Doc Hambecher. Was gibt's denn Neues? Du fragst am besten deine Schwester. Was? Ich weiß über jeden was. Und wenn's der Stund unter Lung ist. Wie bitte? Mir ist zu Ohren gekommen, dass ich ein ganz unmoralischer Mensch bin. Ein Pharisäer. Ein Wolf im Schafspelz. Ein Wüstling. Hast du das gesagt? Nein, nein, nein. Also Thomas, der bedroht mich. Das ist ein richtiger Hausfriedensbruch. Wir sind ja in keinem Haus. Keine Angst, Rosa, der bedroht dich nicht. Der will nur reden. Was, der Mann ist Politiker. So einen musst du auslaufen lassen. Ja. Möchte wissen, was das für ein Politiker ist. Kreisrat, Rosa, Kreisrat. Weil das auch schon was ist. Das weißt du ganz gut. Weil du nämlich gesagt hast, dass ich als Kreisrat und als Trachtenvereinsvorsitzender völlig untragbar bin. Aus sittlichen Gründen. Und dass du mir das Handwerk schon lehnt jetzt. Streitst du es vielleicht ab? Ich hab nur gesagt, dass es eine Schand ist, wenn ein Mensch ein öffentliches Amt bekleidet und das Brauchtum hochhalten will und dann am FKK-Strand die Wasch- und Duschanlagen installiert, bloß weil es was einbringt. Also wirklich, da kann ich doch bloß sagen, pfui Teufel. Ja, gibt's jetzt das auch. Sag die pfui Teufel. Wenn ich als... Jetzt kann das Brautpaar eintreten. Ja, was ist denn mit dem Putzi-Putzi? Mit dem Himmelstutzi? Ja, wo hat er denn sein Dizi-Dizi? Da ist er. Und gleich rein mit in das Goschi-Goschi. Ja. So, jetzt machen wir den Schlaffi-Schlaffi. Und fahren wir gleich rein ins Hausi-Hausi. Ja, jetzt kommen wir. So. Das muss der Hackelhof sein. Hallo, ist da jemand daheim? Hallo. Merkst du zu uns? Ja, ich glaube schon, bin ich da recht beim Hackel. Ja, das schon. Aber heute ist niemand daheim. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, das gibt's schon. Ja, sag einmal, bist du ein Bursch mit langen Haaren oder bist du ein Mädel in der Lederhosen? Ich bin ein Mann, verstehst? Ja, ja, so kann man auch sagen. Was willst du denn eigentlich bei uns? Ja, zur Hochzeit bin ich eingeladen. In dem Aufzug? Hast du gemeint, weil es eine Bauernhochzeit ist, ha? Kannst du in einer schäbigen Lederhosen daherkommen? Nein, ich hab schon noch was anderes dabei. Wo kann ich mich da umziehen? Ja, dann gehst du halt rein, stumm. Spät bist du halt dran. Kirch wird gleich raus sein. Ja, der Depper, die Bus ist ja nicht anders gefahren. Aber das macht nichts zum Essen, wäre ich schon nicht zurechtgekommen. Wo ist denn das Hochzeitsmahl? Beim Postwirt. Ach so, ja, das find ich dann schon. Sag einmal, bist du mit der Braut verwandt? Nein, mit der Braut nicht.
Ah, dann bist du vielleicht der kleine Vetter vom Schorsch. Na, die ist auch nicht. Immer noch ruhig und friedlich. Rosa, das hättest du vielleicht nicht tun sollen als Dame. An so einer Bagage vergreift man sich doch nicht. Bumm! Hab mir Grumbhaxen der Vetter bei der Gurgel und wollte mich angeragelt. Wie eine Gans nicht. Jetzt ist natürlich aufgegangen. Der Schorsch hat reingeschlagen wie ein Schmied. Bim, bim. Ein paar Freunde von ihr mag einen Schuss einer 10er, 12er beieinander gehängt vor der Kirchentür und haben sich abgewatscht, dass gerade so geschnallt hat. Pitsch, patsch, ein Echo hat es gegeben, dass gerade zerfreut war. Das war alles gleich vorbei gewesen. Ne? Ja, wenn nicht ein paar probiert hätten, mit aller Gewalt Frieden zu stiften. Ja, und die Rose hat sich schon, du, die ist immer wieder dreingesprungen mit ihren Gebetbüchern als Schlagwaffe, nicht wahr? Mich hat es auch erwischt, aus Versehen da. Dann? Dann sind wir alle miteinander in einem Haufen über die Kirchentreppen unterputzen. Und dann hätten wir natürlich wieder weitergebracht. Aber auf einmal ist die Sakristeistie aufgegangen, der Pfarrer ist rausgekommen und hat gesagt, gelobt sei Jesus Christus. Und aus los mit der ganzen Herrlichkeit. Dabei waren wir gerade so richtig warm geworden. Eine Bombenstimmung haben wir gehabt. Na. Und wir hätten die Kambichlerischen schon ganz und gar untertaucht. Ja, du, was tut denn jetzt der Kambichler? Der lässt sich sein Recht so ran nicht. Der Herr Doktor Schramm, du Vater, vielleicht kommt der was für die Augen geben. Ach, geht, der hat ja nur Tee. Ah, da hilft kein Tee, du brauchst ja Augenklappen, so kann man nicht zum Hochzeitsessen. Ja, mit dem Aufzug auch nicht, der ist ja aus wie ein Vogelscheich, nicht? Da höre ich ja Seltsames von Ihrer Hochzeitsfeier. Ja. Gehört das zum Brauchtum? Nein, raufen wir eigentlich nur auf Kirchweih, gell? Fehlt Ihnen was, Herr Hackebein? Nur ein paar Löcher im Kopf, Herr Schwammerl. Aber das hat mir jetzt schon. Köstlich, immer zu Späßen aufgelegt, unverwüstlich und rustikal. Ja, das sind wir aber. Und wie sieht's bei Ihnen aus, junger Ehemann? Ja, mir fehlt nichts. Nur meine Frau. Oh, was ist denn mit ihr? Die ist völlig aufgelöst und hat sich in ihr Zimmer eingesperrt. Ja, und weint sich die Augen aus. Ja, mein Gott, das ist heute ein Schock. Sehr richtig, meine Liebe, eine ausgezeichnete Diagnose. Ah, Diagnose, da tipp ich auf Lateinisch, Doktor. Hä? Nein. Griechisch. Herrschaftszeit, nimmer was anderes. Ja. So, ich lernt schon noch. Das hätte alles gebraucht, Ben. Wenn nicht die Rosa dem Kambichler ihr Gebettbirgel 11 Mal um den Kopf gehauen hätte. Aha, jetzt bin ich auf einmal schuld. Also am liebsten hätte ich das Dutzend voll gemacht. Ja, das hast du schon voll gemacht. Beim 12. Mal hast du mich, da bin ich bei gerade ans Auge, nicht? Aber du musst ja immer in alles einmischen, Rosa. Ich glaube, für diese Vorwürfe dürfte jetzt der denkbar ungünstigste Zeitpunkt sein. Ja. Da, jetzt weint Ihre Schwester. Ja, das sind Krokodilstränen nach der Schlacht. Na mei, jetzt hör halt auf mit der Flinerei, Rosa. Heute ist doch ein Freudentag. Ein sauberer Freudentag. Ach, ihr habt ja recht. Immer bin ich an allem schuld. Immer ich. Na, jetzt ist es übergeschnappt. Ich keinen Verstand. Rosa, ich hab dich, das reicht mir. Ach so, bin ich da vielleicht im Weg? Du, ich kann sofort abfahren und meine Ferien woanders verbringen. Na bitte. Bitte bleib da, wenn ich niemand mehr zum Streiten hab, dann freut mich das Leben nimmer. Ja, für so ein Vergnügen bin ich mir aber zu schad. Ich mir auch. Ich geh lieber, da könnt ihr euch in aller Ruhe die Leviten lesen. Ohne Zeugen. Wünsche viel Vergnügen. Danke schön. Halt auf meine Karten, die nehme ich lieber mit, sonst reißt's mir's noch in ihrer Wut. Warum sollte ich? Blöd sind ja bloß die Menschen, nicht die Karten, weil die können ja nichts dafür. Du auch nicht. Mein Gott, Rosa, jetzt haben wir uns gerade so zünftig unterhalten. Jetzt kommst du daher und schon ist wieder ein kleiner Krach im Gang. Ja, und? Hat's da wenigstens was Gutes geweissagt? Ha? Über den grünen Weg? Rosa, das ist für mich ein bisschen Unterhaltung, mehr nicht. Ja, ich weiß es. Ja, Thomas, dass ich immer zu viel verlange von dir. Ja. Oder nicht das Richtige? Aber ich mein's doch nur gut mit dir. Ja? Ja. Schau, Thomas, ich tät zum Beispiel überhaupt nicht meckern, wennst du mal beim Wirt sitzt und ein paar Stunden Karten spielst. Ha? Aber der Hokuspokus mit der Therese am Kartenschlang, das führt doch zu nix. Thomas, das bringt dir doch nun wirklich nichts ein. Ja, wieso denn? Ich zahl doch nichts dafür. Okay, also du weißt doch ganz genau, wie ich das mein. Und der Schorsch weiß es auch. Was denn? Ja, die Therese, die möchte sie bloß in dich einschleichen. Ja, du bist Witwe und sie ist ledig. Geh, komm, ich bin 56, sie ist 57, hallo. Ja, und? Du warst gut. Das ist doch kein Grund. Und im Übrigen ist die Therese an viele von unseren Streitereien schuld. Ja, die schürt doch noch immer jedes kleine Feuerl. Bis er Matzbrand wird. Ja, das ist mein Schicksal, Rosa. Sie ist alle die Ratschen und du bist der Giftnudel. Na, also. Ja, was ist doch besser für mich, ha?
Ja, ich weiß das selber, dass ich oft der rechte Kratzbürsten bin. Ja, das bist du aber, gell? Aber gar so lustig oder besonders glücklich war ja mein Leben auch nicht, oder? Ja, ja. Naja, und ich will mich auch bessern. Ha? Ja. Ja? So tun wir's. Und jetzt reden wir zweimal so, wie es das du magst. Also, jetzt erzähl mal, was ist denn drin gestanden in die Karten? Tja, dass mir ein großer Ärger ins Haus steht durch eine amtliche Person. Du, bis jetzt magst du Spaß sein. Aber wenn du wirklich dran glaubst, dann ist es schlecht für dich. Du, den Spruch hat die Teres nicht erfunden, der ist schon uralt. Rosa, die Karten lügen nicht. Ach, jawohl, sehr richtig. Ah, da, schau her. Da horcht ja eine. Ich horch nicht. Ich such nur mein Strickzeug. Sagst du das im Schlüsselloch? Teres, da gibt's ein Sprichwort. Das ist genauso alt wie die Karten lügen nicht. Passt aber besser zu dir. Da lausch an der Wand. Ja, ja, ja. Das kenne ich schon. Ich suche aber wirklich mein Strickzeug. Ja. Komisch. Werd mir doch nicht die Katz verzungen haben. Oder vielleicht der Pumuckl. Teres, was du da machst, das nennt man... Mein Schorsch, der ist halt noch nicht so abgenützt von der Weiblichkeit, nicht? Mein Thomas, was da ist jetzt? Schau her. Herz Dame und Herz Burlin ganz eng beieinander. Thomas, da steht die Liebe ins Haus. Mit dem Schorsch? Meinst du, er hat eine? Ah, nix Schorsch. Sind doch deine Karten und nicht deinem Sohn die seinigen. Ja, mir wäre aber lieber Erbrecht, eine Bäuerin auf dem Hof. Aber da rührt sich scheint's gar nichts, gell? Was fragst du denn da mich? Fragen doch selber. Mei, du, wenn man heute einen jungen Menschen was fragt, was persönlich ist, ja, das ihm nicht passt, dann wirft er da gleich eine Verletzung vom Datenschutz vor. Ja. So weit haben wir's schon nicht. Aber sei ehrlich, weißt du wirklich nichts vom Schorsch, seine Streifzüge in die Gebiete der holden Weiblichkeit, ha? In der letzten Zeit ist er ziemlich oft nach Rosenheim reingefahren. Ah, das hat nichts zu bedeuten. Weißt du, schaut er sich gerade um einen preisgünstigen Gebrauchtwagen um. Mit seiner alten Chaise kommt er ja nicht mehr durch den TÜV. Vielleicht kommt er bald mit einer neuen Chaise daher. Da, wo er gleich selber einen TÜV machen kann. Du, pass auf, die Rosa, Herri, da, ja, pack die Karten geschwind zusammen. Die braucht das nicht sehen, sonst zwickt mich mit auf. Die klappt ja gar nichts. Die Karten brauchen wir nicht verstecken. Die höchsten Herrschaften lassen sich Karten schlagen. Sogar gekrönte Häupter. Ich bin aber kein gekröntes Haupt. Ha, grüß euch. Ja! Grüß dich, Gott, Schwesterherz. Bist du wieder zurück vom Baum? Ja, Gott sei Dank. Mei, du, da drunter am See geht's heute wieder zu. Na, die wie die Heringlings beieinander. Erholung ist ja das wirklich keine mehr. He? Ja, mei, Samstag und ein schönes Wetter. Da gibt's bei uns immer einen Fleischmarkt. Ja, aber ohne mich. Ja, du, sag einmal, Rosa, warum gehst du eigentlich nicht zum FKK-Strand? Zu den Nackten. Du, Freile, du hättest mehr Platz. Das ist aber sehr witzig. Ich meine das nur gut, Schwesterherz. Eine alte Jungfer soll auch einmal was gescheit sehen. Ja, ja. Mir langst schon du als Anzogene. Ja, was treibt's denn ihr da? Was denn? Werden doch schon wieder die Karten geschlagen, hä? Na, nix da Karten schlagen. Wie kommt man denn vor? Ding haben wir da. 66er haben wir gespielt, gell, Teres? Ja, schämst du gar nicht, hä? Stehst du unter Kuratel? Jawohl, die Karten habe ich deinem Bruder geschlagen, wenn du nichts dagegen hast. Oh, mein Thomas. An dir ist auch Hopfen und Malz verloren. Nein, da täuscht du dich. Ganz im Gegenteil. Da halte ich mich streng danach. Hopfen und Malz, Gott der Hals. Das ist das bayerische Reinheitsgebot. Wenn die anderen bloß auch anerkennen täten. Ja, jetzt du nicht ablenken, Thomas. Gegen das Reinheitsgebot, da habe ich gar nichts. Mhm. Aber dass du dein bisschen Freizeit nicht besser nützt. Einmal was für deine Bildung tust. Du vielleicht einmal ein gescheites Buch liest. Hä? Ich lese den Rosenheimer Anzeiger, der langt mir. Na, wirklich. Es ist schon traurig, dass du dich mit so einem abergläubischen Schnickschnack zum Narren halten lässt. Ja, sag einmal, Rosa, glaubst denn du an gar nichts? Oh doch, aber ans Kartenlegen nicht. Ah, da hat's aber schon höhere Herrschaften gegeben wie dich, die an sowas glauben. Sogar ja, gekrönte Häupter. Ah, drum ist wahrscheinlich so schlecht bestellt um die Monarchien. Nein. Gehen, wenn's Glück an Haken hat,
das hätten wir. Jetzt kann das Brautpaar eintreten. Ja, was ist denn mit dem Putzi-Putzi? Mit dem Hemmert-Stutzi? Ja, wo hat er denn sein Dizi-Dizi? Da ist er. Und gleich rein mit in das Goschi-Goschi. Ja. So, jetzt machen wir ein Schlaffi-Schlaffi. Und fahren wir gleich rein ins Hausi-Hausi. Ja, jetzt kommen wir. So. Das muss der Hackelhof sein. Hallo, ist da jemand daheim? Hallo. Merkst du zu uns? Ja, ich glaub schon, bin ich da recht beim Hackel. Ja, das schon. Aber heute ist niemand daheim. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, das gibt's schon. Ja, sag einmal, bist du ein Bursch mit langen Haaren oder bist du ein Mädel in der Lederhosen? Ich bin ein Mann, verstehst? Ja, ja, so kann man auch sagen. Was willst du denn eigentlich bei uns? Ja, zur Hochzeit bin ich eingeladen. In dem Aufzug? Hast du gemeint, weil es eine Bauernhochzeit ist, ha? Kannst du in einer schäbigen Lederhosen daherkommen? Nein, ich hab schon noch was anderes dabei. Wo kann ich mich da umziehen? Ja, dann gehst du halt rein, stumm. Spät bist du vielleicht dran. Die Kirche wird gleich aus sein. Ja, der Depper, die Bus ist ja nicht anders gefahren. Aber das macht nichts zum Essen, wäre schon nicht zurechtgekommen. Wo ist denn das Hochzeitsmahl? Beim Postwirt. Ach so, ja, das finde ich dann schon. Sag einmal, bist du mit der Braut verwandt? Nein, mit der Braut nicht. Ah, dann bist du vielleicht der kleine Vetter vom Schorsch. Nein, das auch nicht. Ja, wer bist denn dann verwandt mit den Hakels? Na ja, dir. Wiedersehen. Na, halt, Herr Doktor, ihr UFO. Oh. Auf Wiedersehen, Herr Hackebeil. Hackel heiß ich. Zum letzten Mal, Thomas Hackel. Ja, das sag ich ja die ganze Zeit. Tja, also auf Wiedersehen, die Damen. Auf Wiedersehen. Um Gottes Willen, nicht durch die Blumen, Herr Doktor. Also, wenn das kein Akademiker war, würde ich sagen, es ist ein kompletter Depp. Und du bist ein unmöglicher Rüpel. Der Herr Dr. Schramm ist ein ganz liebenswerter, reizender Mensch. Okay, jetzt darf er mal. Gehst du was noch ein Sauber? Also, jetzt schieb mir doch nicht immer dieses ordinäre Wort unter. Was ist denn jetzt eigentlich? Ist es ein Bub oder ist es ein Mädel? Ein Bub. Ein Bub. Und die Mutter braucht man wohl nicht weit suchen. Nein. Nein? Und wer ist der Vater? Ein Lump, der sich aus dem Staub gemacht hat. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich Ihnen nicht schon gestern reinen Wein eingeschenkt habe. Doch, Freund Lydia. Das nehme ich Ihnen sogar sehr übel. Ein Putzi-Putzi heißt er. Was? Florian heißt der Putzi. Ja, ich meine, gestern war wirklich nicht der richtige Augenblick nach dem ganzen Ramasuri. Ja, und schließlich ist es meine Sache, weil ich die Lydia heirate. Trotzdem Kind. Sehr richtig. Du sag einmal, du traust dir selber keinen Stammhalt dazu. Ja, dann wird schon noch schauen, was wir zwei auf vier stehen, gell, Lydia? Da bin ich gespannt. Aber ich verlange jetzt von dir sofort, dass du den Putzi-Flori adoptierst, gell? Ja klar, ich muss sofort sein Vater sein, logisch. Ja, ich bin ein Adoptivgroßvater, wenn es keinen zweiten nicht gibt, das sag ich dir. Freund Lydia, haben Sie was dagegen, wenn ich Ihr Birbel ein bisschen spazieren fahre? Na gern, nehmen Sie es. Ja, danke. Hey, die Tante Rosa entwickelt mütterliche Gefühle. Ja, der Putzi-Putzi wirkt ja direkt als Entwicklungshelfer. Also Thomas, manchmal da weiß ich wirklich nicht, ob wir zwei aus dem gleichen Nest stammen. Rosa, beleidige unsere Eltern nicht. Ja. Gott hab sie selig, gell? Das ist schon so. Komm es mit, Freund Lydia. Ja. Herr Schorsch. Was sagst du jetzt, hä? Zu deiner Nesttante? Ich hab ein ungutes Gefühl bei der Geschichte. Nein, ich möchte nur mit der Lydia allein sein, dass es wieder in Zange nehmen kann. Aber das lasse ich nicht ziehen. Nein, geh, Schorsch, bleib da. Sitz dir ein bisschen her zu mir. Ich glaub, da ist eine Wende in Sicht. Ja, hoffentlich kommt schneller als in der Politik. Keine Angst, die Lydia, die lasse ich schon nicht alles gefallen. Du sag einmal, und zahlt er überhaupt der Herr Papa? Keine Mark, ich hab das doch gesagt. Die hat sich aus dem Staub gemacht, der Lump. Aha. Und da bist du eingesprungen, ein Staubwischer. Hast du was dagegen? Nein, Schorsch, ganz im Gegenteil, meinen Segen hab's. Danke, Sie, Vater. Ab heute Großvater, wenn ich bitten darf. Ja, du musst schon bis nach der Hochzeit warten. Ja. Ja, guten Morgen, Teres. Also, ich möchte nicht stören, gell? Ja, aber es könnte euch vielleicht interessieren. Ja, wo ist denn? Ich schaue ja jeden Sonntag nach der Messe bei Postwirt vorbei, ja. Weil noch meine Schwester in der Küche aushilft. Ja, das wissen wir. Das haben wir vor einem Künstler malen lassen. Oh. Tut's weh? Nur wenn ich lach. Na, lach halt nicht. Ich lach ja eh nicht. Und der ganze Ärmel ausgerissen. Naja, also den kannst du wieder annehmen. Ja, wenn ich ihn dabei hätte, schon. Aber ihm, glaube ich, Rosa haben auch ganz schön zugerichtet. Wen? Ja, wen schon? Einen gewissen Herrn Kammbichler.
Ihr werdet doch nicht in der Kirche schon Kraft haben. Nee, wir sind doch gläubige Menschen nach der Kirche. Ja. Das war das reinste Friedensfest. Mindestens 10 Verwundete. Ja. Lustigste, wacht mir nicht auf. Was ist, Vater? Brauchst du den Doktor? Ein kleiner Schnapsbacher, aber wo ist denn die Lydia hin? Wo ist denn? Schlafstuhl hat sie eingesperrt und lasst mich nicht rein. Herrschaftszeit. Tante Rosa, vielleicht schaust du bitte nicht mal nachher. Aha, geil, als Samariterin, du kennst mich schon brauchen. Danke schön, Rosa. Du machst das schon gut, gell? Sag einmal, seid ihr jetzt hier verheiratet oder muss ich die Gelanten wieder runterreißen? Dann sind wir verheiratet. Das Sakrament der Ehe hat noch in aller Festlichkeit stattgefunden. Erst danach ist losgegangen. Nein, da komm ich ja wenigstens gerade rüber. Nein, langsam, langsam. Ah, was hast du denn? Ja, ich hab ein Handbrett am Kammbügel in seinem Kopf. Ja, wieso denn das? Erzähl es halt, sonst platzt vor lauter Neugier. Ja, das hast du erzählt. Wir kommen nach der Trauung aus der Kirche raus. Ja? Steht da vor uns recht breitbeinig der Kammbügel. Ja. Er und zwei Krummhaxen, die Vettern von ihm. Ja, ja. Alle drei Tänten in die Hosensäcke drin und lachen und grinsen wird Holzfix. So hinterfotzig und reckert schon, dass es gleich reinhauen kannst in die Goschen. Komm jetzt nicht die Gabe der Beherrschung, hätte er es. Ich sag noch ganz ruhig und höflich zu ihm: Ja, was grinst denn so blöd, du Hirsch, du Damischer? Das war sehr höflich. Hey. Du sagt er, man wird da noch grinsen dürfen. Ja. Wenn ausgerechnet bei so einer Sippschaft, die so tut, als hättest die Moral pacht. Wenn ausgerechnet bei solchen Pharisäer die Braut ein uneheliches Kind mit in die Ehe bringt. Sagt der! Sagt der! Ja, freilich drauf, sag ich immer noch ruhig und friedlich, gell? Ja, schämst du den gar nicht, du Lump, du Grundschlechter, du Tropf, du Mistiger. Voll leider sowas der Herrin, was sich überhaupt seinen Trick angeht. Darauf sagt er, was hat er jetzt gleich gesagt? Irgendwas von Sodom und Gomorra. Ja, von Sodom und Gomorra. Oh. Jetzt gibt's der Rosa einen Stich. Ja. Sie schießt auf ihn zu und haut ihr mir Gebetbürger links und rechts um den Kopf. Ja, ich sag noch zu ihr, immer noch ruhig und friedlich. Rosa, das hättest du vielleicht nicht tun sollen als Dame. An so einer Bagage vergreift man sich doch nicht. Bumm! Hab mir ein Krummhaxen der Väter bei der Gurgel und wollte mich angeragelt. Wie eine Gans nicht. Jetzt ist natürlich aufgegangen. Der George hat reingeschlagen wie ein Schmied. Bim, bim. Ein paar Freunde von ihm haben einen Schuss einer 10er, 12er beieinander gehängt vor der Kirchentür und haben sich abgewatscht, dass gerade so geschnallt hat. Pitsch, patsch. Ein Echo hat es gegeben, dass Gott erfreut war. Das wäre alles gleich vorbei gewesen. Nicht? Ja, wenn nicht ein paar probiert hätten, mit aller Gewalt Frieden zu stiften. Ja, 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 und die Rose, die Rose. Ja, Respekt an die Rosa. Trimm dich fit. Ja, ja, du, so ein bisschen Jogging am Sonntag in der Früh, das könnt ihr eigentlich auch nicht schauen. Nein, danke schön. Am Sonntag mache ich lieber Hocking. Und unter der Woche, da habe ich mit der Arbeit meinen Sport. Aber Schorsch, das ist ja kein Vergleich. Nicht, weißt du was? Dann hilfst du mir morgen mal beim Mist aufladen. Da hast du die Kalorien raus aus deinem Luxuskörper. Nein, danke, ich habe ja Ferien. Und ich keine Zeit. Ich muss die Lydia vom Bus abholen. Ach so, kommt die heute schon wieder? Sag einmal, muss denn die nichts arbeiten? Nein, lass nicht mehr. Weißt du, ich mag's nicht, wenn die Männer weiter an ihr rumtappen. Ach so, dann wär's das Gescheitste, sie bleibt gleich ganz da, hä? Ja, das wär's Beste. Oder hast du was dagegen? Na, warum? Warum sollte ich? Du, ich wollte heute sowieso eine Bergtour machen und erst gegen Abend wiederkommen. Respekt, Tante Rosa, nur nicht aufhalten lassen. Der Berg ruft! Jawohl. Und eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins. Eins, zwei. Du, übrigens, deinem Vater kannst sagen, dass ich mich beim Kammbichler nicht entschuldige. Das habe ich mir überlegt, das verbietet mir nämlich mein Stolz. Hast recht, Tante Rosa, ich jetzt auch nicht. Genau. So, aber das kannst du ihm gleich selber sagen, da kommt er gerade von der Kirche. Ui, nein, der muss mich nicht in dem Anzug sehen, da bleckt er mich bloß. Geschmarrn. Moin, Vater. Moin, Schorsch, halt. Bleib da, wo willst du denn schon wieder hin? Ja, am Bus die Lydia abholen. Ah, oh, wenn die Lydia so weitermacht, dann wird's noch eine Pendlerin. Das Beste wäre, sie bleibt halt ganz da. Ja, gell? Mir weiß ja auch, lieber Schorsch, aber du weißt schon, die Leid, die Leid. Was ging uns die Leid an? Du hast auch wieder recht. Um der Herrin tun zu oder so. Also, vierte. Ja, da kommt dann aufs Haus zu. Kennst du den? Nein, den kenne ich nicht. Das muss aber ein Sommergast sein, weil er gar so spaßig angezogen ist. Guten Morgen. Moin. Ja, morgen. Morgen. Ja, habe ich die Ehre mit Herrn Beil? Fast. Hacke heiße ich, Hacke. Oh, pardon, natürlich. Kleine Verwechslung. Aha. Also, Vater, vierte. Ach, der Herr Sohn? Ja, mir pressiert's. Oh, bitte, es wäre mir lieb, wenn Sie mir beide einen Moment zuhören könnten. Entschuldigen Sie die Störung der sonntäglichen Ruhe, ja. Aber der Anlass erscheint mir wichtig. Was denn für ein Anlass?
Ich denke, wir gehen gleich in Medias Res. Res? Na, die ist halt nicht da. Ja, also zur Sache. Es handelt sich um gewisse Äußerungen Ihrerseits, die mir von Herrn Kammhuber... Kammbichler? Ja? Was denn? Was denn? Den Saukopf kennen Sie? Ja, natürlich. Er hat doch für uns gearbeitet. Tja, und diese Äußerungen nun erfüllen zweifellos den Tatbestand der üblen Nachrede. Sind Sie vielleicht dem Kammbichler sein Rechtsanwalt? Nein, ich bin Mediziner, Naturheilverfahren. Aber jetzt bin ich hier in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Sport- und Freikörperkulturgemeinschaft zurück zur Natur e.V. Ah, drum geht die Natur überall zurück. Nein, reden Sie noch weiter, reden Sie weiter. Ja, also... Ja, dann wird schon noch schauen, was wir zwei auf vier stehen, gell, Lydia? Da bin ich gespannt. Aber ich verlange von dir sofort, dass du den Putzi Flori adoptierst, gell? Ja klar, ich muss sofort sein Vater sein, logisch. Ja, ich bin ein Adoptivgroßvater, wie es keinen zweiten nicht gibt, das sag ich dir. Freund Lydia, haben Sie was dagegen, wenn ich Ihr Birbel ein bisschen spazieren fahre? Na gern, nehmen Sie es. Ja, danke. Hey, die Tante Rosa entwickelt mütterliche Gefühle. Ja, der Putzi-Putzi wirkt ja direkt als Entwicklungshelfer. Also Thomas, manchmal da weiß ich wirklich nicht, ob wir zwei aus dem gleichen Nest stammen. Rosa, beleidige unsere Eltern nicht. Ja. Gott hab sie selig, das gell? Das ist schon so. Komm es mit, Freund Lydia. Ja. Herr Schorsch. Was sagst du jetzt, hä? Zu deiner Nesttante? Ich hab ein ungutes Gefühl bei der Geschichte. Nein, ich möchte nur mit der Lydia allein sein, dass es wieder in Zange nehmen kann. Aber das lass ich nicht zu. Na, Geschorsch, bleib da. Sitz dir ein bisschen her zu mir. Ich glaub, da ist eine Wende in Sicht. Hoffentlich kommt schneller als in der Politik. Keine Angst, die Lydia, die lässt sich schon nicht alles gefallen. Du sag mal, zahlt er überhaupt der Herr Papa? Keine Mark, ich hab das doch gesagt. Die hat sich aus dem Staub gemacht, der Lump. Aha. Und da bist du eingesprungen, ein Staubwischer. Hast du was dagegen? Nein, Schorsch, ganz im Gegenteil, meinen Segen hab's. Danke, Sie, Vater. Ab heute Großvater, wenn ich bitten darf. Ja, du musst schon bis nach der Hochzeit warten. Ja. Ja, guten Morgen, Teres. Also, ich möchte nicht stören, gell? Ja, aber es könnte euch vielleicht interessieren. Ja, wo ist denn? Ich schaue ja jeden Sonntag nach der Messe bei Postwirt vorbei, ja. Weil noch meine Schwester in der Küche aushilft. Ja, das wissen wir. Und der Herr in der Gaststube, rein zufällig natürlich. Gewiss, sozusagen mit einem Ohrwäschel. Hm. Und der Herr also, wie in der Gaststube der Kammbichlermartel gerade über euch herzirkt. Über uns? Ganz deutlich habe ich es gehört. Eine Legitimation will er euch erteilen. Eine Lektion meinst du wahrscheinlich? Ah ja, so kann man es auch sagen. Ja. Aber das ist ja ganz wurscht. Der Hackelsippschaft, hat er gesagt, werde ich eine Legion erteilen. Die, wo sie einen Lebtag nicht vergessen, hat er gesagt. Was war's gesagt? Geschrien! Okay, das sind doch Stammtischsprüche. Da hol ich mir überhaupt nicht hin. Der ist der Kammbichler, kann uns doch kreuz. Weil so den Chef von den Nackerten habe ich schon Bescheid gesagt über seinen Spindlermeister. Das sage ich. Aber als Kreisrat könnt ihr euch schon schaden. Ach. Denk doch an die Karten. Ärger mit einer Amtsperson. Das war doch gestern, Teres. Der Kammbichler schaut nicht wie der Gras unten aus. Schon eher wie die schönen Sau. Ja. Was ist denn das? Was denn? Da blärt doch was. Also ich hör nix. Hörst du was schon? Na. Also, da schreit doch was. Ah, das werden die jungen Schafe vom Fuchsbauern sein. Das ist aber nett von der Rosa, dass ein Fuchsbauern seine Schafe am Sonntag ein bisschen spazieren fahren. Gell? Nicht. Weißt du was? Dann hilfst du mir morgen mal beim Mist aufladen. Da hast du die Kalorien raus aus deinem Luxuskörper. Nein, danke. Ich hab ja Ferien. Und ich keine Zeit. Ich muss die Lydia vom Bus abholen. Ach so, kommt die heute schon wieder? Sag einmal, muss denn die nichts arbeiten? Nein, lass nicht mehr. Weißt du, ich mag's nicht, wenn die Männer weiter an ihr rumtappen. Ach so, dann wär's das Gescheitste, sie bleibt gleich ganz da, hä? Ja, das wär's Beste. Oder hast du was dagegen? Na, warum? Warum sollte ich? Du, ich wollte heute sowieso eine Bergtour machen und erst gegen Abend wiederkommen. Respekt, Tante Rosa, nur nicht aufhalten lassen. Der Berg ruft! Jawohl. Und eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Du, übrigens, deinem Vater kannst sagen, dass ich mich beim Kammbichler nicht entschuldige. Das habe ich mir überlegt, das verbietet mir nämlich mein Stolz. Hast recht, Tante Rosa, ich jetzt auch nicht. Genau. So, aber das kannst du ihm gleich selber sagen, da kommt er gerade von der Kirche. Ui, nein, der muss mich nicht in dem Anzug sehen, der bleckt er mich bloß. Geht Schmarrn. Moin, Vater. Moin, Schorsch, halt. Bleib da, wo willst du denn schon wieder hin? Ja, Bus, die Lydia abholen. Ah, wenn die Lydia so weitermacht, dann wird's noch eine Pendlerin.
Ja, das Beste wäre, sie bleibt halt ganz da. Ja, gell? Mir war's ja auch, lieber Schorsch, aber du weißt schon, die Leid, die Leid. Was ging uns die Leid an? Du hast auch wieder recht. Um der Herrin tun zu oder so. Also, vierte. Da kommt dann aufs Haus zu. Kennst du den? Nein, den kenne ich nicht. Das muss aber ein Sommergast sein, weil er gar so spaßig angezogen ist. Guten Morgen. Moin. Ja, guten Morgen. Ja. Habe ich die Ehre mit Herrn Beil? Fast. Hacke heiße ich. Hacke. Oh, pardon, natürlich. Kleine Verwechslung. Aha. Also, ja. Vater Vierte. Ach, der Herr Sohn? Ja, mir pressiert's. Oh, bitte, es wäre mir lieb, wenn Sie mir beide einen Moment zuhören könnten. Entschuldigen Sie die Störung der sonntäglichen Ruhe, ja. Aber der Anlass erscheint mir wichtig. Was denn für ein Anlass? Ja, ich denke, wir gehen gleich in Medias Res. Res? Nein, die ist halt nicht da. Ja, also zur Sache. Es handelt sich um gewisse Äußerungen Ihrerseits, die mir von Herrn Kammhuber... Kammbichler? Ja? Was denn? Was denn? Den Saukopf kennen Sie? Ja, natürlich. Er hat doch für uns gearbeitet. Tja, und diese Äußerungen nun erfüllen zweifellos den Tatbestand der üblen Nachrede. Sind Sie vielleicht dem Kammbichler sein Rechtsanwalt? Nein, ich bin Mediziner, Naturheilverfahren. Aber jetzt bin ich hier in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Sport- und Freikörperkulturgemeinschaft zurück zur Natur e.V. Ah, drum geht die Natur überall zurück. Nein, reden Sie noch weiter, Ja, also dieser Kamm... Bichler. Ja, Bichler, also dieser Bichler... Ja, sagen Sie mal, wer kommt denn der Hodelump überhaupt dazu, dass Herr Songo, dass mir von, wie haben Sie gesagt, der Tatbestand... Der üblen Nachrede, ja? Und außerdem sollen Sie ihn des Hofes verwiesen haben, und zwar unter Androhung von Gewalt. Gewalt, da kein... Wie die Heringlings beieinander. Erholung ist ja das wirklich keine mehr. Hä? Ja, mein Samstag und ein schönes Wetter, da gibt's bei uns immer einen Fleischmarkt. Ja, aber ohne mich. Ja, du sag einmal, Rosa, warum gehst du eigentlich nicht zum FKK-Strand? Zu den Nackten. Freilich, du hättest mehr Platz. Das ist aber sehr witzig. Ich meine das nur gut, Schwesterherz. Eine alte Jungfer soll auch einmal was gescheit sehen. Ja, ja. Mir langst schon du als Anzogene. Ja, was treibt's denn ihr da? Was denn? Werden doch schon wieder die Karten geschlagen, hä? Na, nichts da Karten schlagen. Wie kommt man denn vor? Ding haben wir da. 66, gell, haben wir gespielt, gell, Teres? Ja, schämst du gar nicht, hä? Stehst du unter Kuratel? Jawohl, die Karten habe ich deinem Bruder geschlagen, wenn du nichts dagegen hast. Oh, mein Thomas, an dir ist auch Hopfen und Malz verloren. Nein, da täuscht du dich, ganz im Gegenteil. Da halte ich mich streng danach. Hopfen und Malz, guter Hals. Das bayerische Reinheitsgebot. Wenn die anderen bloß auch anerkennen täten. Ja, jetzt du nicht ablenken, Thomas. Gegen das Reinheitsgebot, da habe ich gar nichts. Mhm. Aber dass du dein bisschen Freizeit nicht besser nützt. Einmal was für deine Bildung tust. Du vielleicht einmal ein gescheites Buch liest. Hä? Ich lese den Rosenheimer Anzeiger, der langt mir. Ja, nein, wirklich. Es ist schon traurig, dass du dich mit so einem abergläubischen Schnickschnack zum Narren halten lässt. Ja, sag einmal, Rosa, glaubst denn du an gar nichts? Oh doch, aber ans Kartenlegen nicht. Ah, da hat's aber schon höhere Herrschaften gegeben wie dich, die an sowas glauben. Sogar ja. Gekrönte Häupter. Ah, drum ist wahrscheinlich so schlecht bestellt um die Monarchien. Mein Gott, sie weiß immer was drauf. Die weiß einfach immer was drauf. Du, ich werde einmal was sagen. Der König Ludwig, wenn sich der rechtzeitig die Karten hätte schlagen lassen, der könnte vielleicht heute noch leben. Geh weiter. So was saudumms. Du, ich kann so dumm sein, wie ich mag, Rosa, gell? Nein, Thomas. Du kannst nur so dumm sein, wie du bist. Ja. Aber du hast ja schon wirklich keinen Verstand. Rose, ich hab dich, das reicht mir. Ach so, bin ich da vielleicht im Weg? Du, ich kann sofort abfahren und meine Ferien woanders verbringen. Na bitte, bitte bleib da. Wenn ich niemand mehr zum Streiten hab, dann freut mich das Leben nicht mehr. Ja. Für so ein Vergnügen bin ich mir aber zu schad. Ich mir auch. Ich geh lieber, da könnt ihr euch in aller Ruhe die Leviten lesen. Ohne Zeugen. Wünsche viel Vergnügen. Danke schön. Auf meine Karten, die nehme ich lieber mit, sonst reißt's mir's noch in ihrer Wut. Warum sollte ich? Blöd sind ja bloß die Menschen, nicht die Karten, weil die können ja nichts dafür. Du auch nicht. Mein Gott, Rosa, jetzt haben wir uns gerade so zünftig unterhalten. Jetzt kommst du daher und schon ist wieder ein kleiner Krach im Gang. Ja und? Hat's da wenigstens was Gutes geweissagt? Ha? Über den grünen Weg? Rosa, das ist für mich ein bisschen Unterhaltung, mehr nicht. Ja, ja, ich weiß es. Ja, Thomas, dass ich immer zu viel verlange von dir. Ja. Oder nicht das Richtige. Aber ich mein's doch nur gut mit dir. Ja. Ja. Schau, Thomas, ich tät zum Beispiel überhaupt nicht meckern, wenn's du... Die steht jetzt nicht zur Debatte. Sag mal, wer hat denn das gemacht? Was? Nein, ich meine, warum hast du da nie was davon erzählt?
der Herr Hackel. Jetzt hat er mich. Ja. Warum der prächtige junge Mann verheimlicht wurde. Mein Gott, weil ich ledig gehabt hab. Genau wie die Lydia ihren Flori. Und ledige Kinder sind auf dem Land keine Schande. Ganz im Gegenteil, das ist ein alter Volksbrauch. Auch in der Stadt hat sich da Gott sei Dank schon einiges geändert. Geh weiter. So, Peter. Und jetzt sag grüß Gott zu deiner neuen Verwandtschaft. Grüß Gott, Onkel. Grüß dich, Peter. Servus, Peter. Ja, grüß dich. Ah, ich komm gleich wieder, gell? Teres, wo willst du denn hin? Ja, ich geh bloß zum Wirt und sag, dass ihr gleich kommt. Natürlich, die müssen wieder alles wissen, bevor wir da sind, nicht? Oh, kein Sterbenswürdel, sag ich. Kennst du mich doch? Eben. Er beißt ich mir ja die Zunge ab. Ja, dann gibt's heute beim Wirt Zungenrauchkuchen. Ja. In 5 Minuten warst du das ganze Dorf. Ach, das ist auch wurscht. Sie müssen schon entschuldigen, Herr Doktor, dass schon wieder Zeuge einer familiären Auseinandersetzung werden. Das tut mir leid. Brauchst du gar nicht entschuldigen, Thomas. Der Herr Doktor ist in alles eingeweiht. Schon seit einigen Tagen schmeichle mir, dass Ihre Schwester mich ins Vertrauen gezogen hat. Hat doch schon, Herr. Ja, na, sitzen wir uns hier, Sie kennen eh schon fast zur Familie. Hat doch schon, Herr Ruse. Na, hast du also zum Einweihen einen Doktor gebracht, hä? Die Konsultation galt weniger dem Arzt als dem Freund des Hauses. Brav, sag ich. Der Pfarrer weiß, der Naturfreund weiß, alle Leute wissen es, nur der liebe Bruder Thomas. Er fährt sowas als Letzter, nicht? Sag einmal, wie alt ist er denn eigentlich, dein Herr Sohn? 16 bin ich. Sauber, sag ich. 16 Jahre lang hast du also deinen Sündenfall verheimlicht und die gusseiserne Jungfrau markiert. Rosa, Rosa. Mein Gott, ich bin für die ganze Familie Hackl immer das Aushängeschild gewesen. Ja, das warst du. Ja, ich war einfach moralisch überfordert. Meine Mama braucht sich gar nicht zu genieren mit mir. Ich bin nicht der Einzige in der Klasse, der ledig geboren ist und dem sein Vater Weltreisender ist. Aha. Wegen sowas hat doch eine moderne Frau in der heutigen Zeit keine Komplexe mehr. Ganz im Gegenteil, das tönt an. Englisch. Wui, wui. Ja. Herr Rippfeig, gescheit daher, der Herr Sohn. Sag einmal, lernst du auch Griechisch? Ja, leider. Leider, sagt er, das ist ein Wort. Wir zwei bleiben bei Bayerisch, das ist schöner und leichter, gell? Na, ob das leichter ist, weiß ich nicht, wie man das von Null auf lernen müssen. Mein Lieber, der hat ein helles Köpferl, das sag ich dir. Da merkt man gleich, dass die Mutter eine Lehrerin ist. War der Vater auch Lehrer? Also, Thomas. Entschuldige, Rose, ich hab geglaubt, du weißt das. Das Telefon, wenn ich darauf aufmerksam machen darf. Au, wie das wird der Postwirt sein. Du sag ihm, wir ziehen uns so schnell um, wir kommen gleich. Da hat höchstens 1/4 Stunde schon, gell? Schorsch, Telefon. Nein, dann reden Sie noch weiter, reden Sie weiter. Ja, also dieser Kamm. Bichler. Ja, Bichler. Also dieser Bichler. Sagen Sie mal, wer kommt denn der Haderlump überhaupt dazu, dass Herr Songo, dass wir von, wie haben Sie gesagt, Tatbestand? Der üblen Nachrede, ja. Und außerdem sollen Sie ihn des Hofes verwiesen haben, und zwar unter Androhung von Gewalt. Gewalt, keine Spur von Androhung. Ausgeschmissen habe ich nicht. War vielleicht komisch. Bitte? Was ist da komisch? Jetzt passen Sie mal auf, Herr Doktor. Mhm. Dieser sogenannte Spengiermeister hat nämlich uns beleidigt. Und hat mit uns Raffermeng. Und das ist Hausfriedensbruch. Ja, der kann froh sein, dass er mit dem Schrecken davongekommen ist. Ja, ja, aber dieser Dingsbichler schildert glaubhaft... Kamm. Kamm? Ja. Ein Kamm? Nein, nein, Bichler, Bichler. Ach ja, Entschuldigung, ach, sehr zu dumm. Ja, also dieser, also er berichtet mir glaubhaft, dass Sie alle Mitglieder unseres Vereins pauschal abqualifiziert haben. Abquali was? Sie, wenn mal mit Griechisch kommen, muss ich meine Schwester holen. Die kann's. Tut mir leid. Ah, beleidigt, meint er. Also. Aber da ist uns nichts bekannt, oder Vater? Nein, durchaus nicht. Ja, überhaupt hat der Kampichler Zeugen. Keine Ahnung. Aha, da haben wir schon, aber wir haben Zeugen. Zum Beispiel die Braut von meinem Herrn Sohn. Jesus, der Omnibus 6, die Eisenbahn. Ich bin gleich wieder zurück. Ja. Wenn Sie noch da sind, werden Sie auch unser Zeugen kennen. Wiederschauen. Ja. Ja, jetzt kommen Sie noch ein bisschen weiter. Schauen Sie noch mal meinen Hof an. Wie schön da alles beieinander steht, nicht? Und das schon seit alters her. Ja, wissen Sie, wir leben hier in Ruhe und in Frieden. Ein bisschen abseits von Dorf und einem Menschen beleidigen wollen wir durchaus nicht. Sitzen wir uns ein bisschen her. Ja, danke. Bitte. Und? Schön steht er da, mein Hof, hä? Ja, ja. Tja, also mein lieber Herr... Hackl, ist eigentlich nicht schwer zu merken, gell? Ja, natürlich, man braucht ja nur an beide zu denken. Ja, denken dürfen schon an beide, aber sagen dürfen sie es nicht. Sonst wäre es ja wieder falsch, nicht? Ja, ja. Ja, freilich. Freilich, das ist ja gerade der Witz an der Mnemotechnik. Okay.
Sie muss Ihnen einmal was sagen. Früher hat man eigentlich auf dem Land nicht so viel Griechisch geredet. Wie meinen Sie? Nein, ich meine gar nichts. Ich befasse mich nur seit Neuestem ein bisschen mit Sprachforschungen, nicht aber das. Das gehört jetzt nicht daher, nicht? So, so, dann hättest du also der Kampbirgler die Leute gegen uns auf der Pfundhami. Pardon, Pfundhami. Ist das nicht schon wieder eine neue Beleidigung? Pfundhami? Nein, das ist bei uns ein Kosenamen. Ja, möchte uns vielleicht verklagen, der Bazi, der Abtrani, hä? Also, das ist seine Sache. Ja. Mir geht es nur darum, gewisse Vorurteile gegen unsere Menschen- und Völker verbindende Freikörperkultur auszuräumen. Ja, dann räumen Sie nur aus, Herr Doktor. Ich bin da allerdings das falsche Objekt. Herrschaft, seid nicht, rede ich auch schon ausländisch. Wie meinen Sie das? Ja, von mir aus können Sie ihn da mitten auf dem Hof komplett ausziehen. Mich stört das überhaupt nicht. Wir Bauernleute sind da nicht zimperlich. Ja, aber auf alle Mitglieder Ihrer Familie?